Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle herzlich willkommen zu unserer heutigen Rhein-Main-Runde. Hintergrund der heutigen Veranstaltung ist diese Piratenstudie der Otto-Brenner-Stiftung, die vor einigen Tagen erschienen ist. Hintergrund ist aber auch, dass am kommenden Wochenende die Piraten ihren nächsten Parteitag haben, sodass wir heute versuchen wollen, sie einerseits ein bisschen einzustimmen auf diesen Parteitag und andererseits natürlich berichten wollen, diskutieren wollen, die Ergebnisse der Otto-Brenner-Piratenstudie. Ich will jetzt keine lange inhaltliche Einführung machen. Das können andere, die später auf dem Podium sitzen, viel besser machen. Aber ich möchte als verantwortlicher Organisator dieser Veranstaltung auf ein paar kleinere Punkte hinweisen. Der erste Punkt ist, dass da vorne Sepp Greiner arbeitet. Der hat vor, diese Veranstaltung nicht nur aufzuzeichnen, sondern live im Netz zu zeigen. Ich habe sein Anliegen mit der Moderatorin abgesprochen, mit den anderen Veranstaltern und selbstverständlich auch mit den Mitwirkenden. Die sind alle damit einverstanden, so dass ich sie bitte zur Kenntnis zu nehmen, dass diese Veranstaltung live im Netz gezeigt wird einerseits, aber auf der anderen Seite sichergestellt ist, dass jemand, der nicht ins Bild kommen möchte, auch dieses durch Handzeichen zu erkennen geben kann. Und Herr Greiner hat zugesichert, dass er im Grunde genommen das filmt, was hier vorne sich abspielt. Zweiter Punkt, was dürfen Sie heute Abend hier erwarten? Wir stellen uns dreieinhalb Teile vor. Wir werden gleich starten mit einem Gespräch der Moderatorin mit einem der Autoren unserer OBS-Studie, Herrn Hensel. Ziel ist, dass diejenigen, die die Studie nicht kennen oder noch nicht kennen, ungefähr einen Informationsstand haben, was in dieser Studie erarbeitet worden ist. Das wird ungefähr 10 bis 15 Minuten dauern. Danach eröffnen wir hier vorne das Podium mit den auch angekündigten Teilnehmern. Da wird es im ersten Teil natürlich auch noch mal ein bisschen um die Studie gehen. Wie schätzen die Piraten das ein, was die Forscher herausgefunden haben? Aber wir wollen natürlich auch die aktuelle Lage der Piratenpartei analysieren diskutieren vor dem Parteitag und natürlich die strategische Ausgangslage und die strategischen Aussichten im Wahlkampfjahr 2013. Danach, das wird dann so gegen 8:30, viertel vor neun sein, wird die Möglichkeit bestehen, auch sozusagen nach dem offiziellen Teil in kleinerer Runde mit den Mitwirkenden von hier vorne zu diskutieren. Und die OBS lädt Sie dann auch dazu ein, zu Kaltgetränken und kleinen Fingerfood-Häppchen. Ich möchte drittens einen Hinweis geben auf www.piratenstudie.de. Das ist eine Seite, die wir im Zusammenhang mit dieser Studie seit einigen Tagen freigeschaltet haben. Dort finden Sie Material zur Studie, auch schon Reaktionen zur Studie, aber auch Veranstaltungshinweise und möglicherweise auch einen Mitschnitt dann dieser Veranstaltung, falls sich jemand im Nachhinein nochmal das eine oder andere anschauen oder anhören will. Aber ich weise auf www.piratenstudie auch deshalb besonders hin, weil wir heute Abend sozusagen Premiere haben. Auf dem Podium wird später sitzen Herbert Hönigsberger. Der hat eine ganz aktuelle Geschichte zu den Piraten gemacht. Es geht grob gesagt um den Sozialstaatsdiskurs, die soziale Frage bei den Piraten. Diese Studie ist gestern fertig geworden. Sie wird heute in Teilen hier präsentiert und sie steht ab morgen im Netz auf www.piratenstudie.de. So haben wir sozusagen auch einen gewissen exklusiven Charakter heute Abend hier, was unsere Veranstaltung anbetrifft. Ich möchte viertens diese Veranstaltung heute Abend hier kurz zum Anlass nehmen, mich bei einigen zu bedanken. Ich danke, auch wenn er nicht anwesend ist, Franz Walter vom Göttinger Institut, der unsere Idee, diese Studie auf den Weg zu bringen, aufgegriffen hat und in seinem Institut die Möglichkeiten geschaffen hat, dass diese Studie durchgeführt werden konnte. Ich bedanke mich natürlich ausdrücklich auch bei den beiden Autoren, die das Vertrauen in uns gesteckt haben, dass wir in der Lage sind, das alles mit ihnen gemeinsam zu managen. Ich freue mich besonders, dass Frau Habicht hier ist, die das Lektorat dieser Studie gemacht hat
und auch ein Vertreter von Komplott, Arnold Leiby, ist hier, man sieht so eine Studie, ist nicht nur ein Produkt der OBS, sondern drumherum gibt es ein paar andere Leute, die damit auch zu tun haben. Gerhard Meester sehe ich nicht, das ist der Karikaturist, der für diese Studie exklusiv dieses Cover gezeichnet hat, der leider heute auch verhindert ist. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Frau Reda und Herrn Schrade, die beiden Piraten, die heute Abend hier auf dem Podium mitsitzen. Da vorne in der ersten Reihe sitzen sie und twittern und erzählen, was ich hier oben für einen Mist erzähle. Und dass sie lieber über die Strategie der Piraten diskutieren, kommt auch alles noch. Einen kleinen Moment. Aber besonders, leider auch abwesend, muss ich mich bedanken bei Nick Simon, dem Geschäftsführer unseres Kooperationspartners Hans-Böckler-Stiftung. Ohne die Förderung der Hans-Böckler-Stiftung wäre uns dieses Projekt zu groß gewesen. Dass die Studie erschienen ist, dass die Studie in dieser Qualität auch vorliegt und dieser Gründlichkeit erarbeitet werden konnte, liegt zum großen Teil daran, dass auch die Hans-Böckler-Stiftung ihren Teil dazu beigesteuert hat. Ich erlaube mir, vorletzter Punkt, einen kleinen Tipp. Stichwort Transparenz, das ist ja auch ein großes Thema für die Piraten, aber jetzt nicht im Sinne von Transparenz für den politischen Prozess, sondern Transparenz in den Medien und insbesondere hier bei den Kontrollmedien. Auch dazu hat die OBS vor kurzem eine kleine Studie gemacht, die draußen auch ausliegt. Sie hatten für ein bisschen Ärger im Hintergrund gesorgt, aber morgen Abend zu nachtschlafender Zeit, kurz vor 23:30, wird in ZAPP diese Studie vorgestellt und es wird thematisiert, die Transparenz im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem. Wir haben dazu eine Studie gemacht, die auch konkrete Vorschläge macht, wie die Gremien anders arbeiten können. Letzter Punkt, das ist mir eine besonders große Freude, kurz Frau Wagner vorzustellen, die heute Abend hier moderiert, durchs Programm führen wird. Sie hat, wenn ich das richtig sehe, 2009 mit einem Volontariat bei der FAZ begonnen. Man hat ja gleich das Thema Piraten möglicherweise aufs Auge gedrückt. Auf jeden Fall hat sie von Anfang an die Piraten verfolgt, in der FAZ publizistisch begleitet. 2011 wurde sie dort in der Redaktion politische Redakteurin. Seit kurzem, seit einigen Monaten arbeitet sie jetzt weiterhin in Frankfurt, aber für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und 2012, das hat uns auch motiviert, sie anzufragen, hat sie ein Buch gemacht, gleiches Ende der Werbestunde, Die Piraten, von einem Lebensgefühl zum Machtfaktor, ohne Ausrufezeichen, aber auch ohne Fragezeichen. Wenn sie das Buch heute schreiben würde oder veröffentlichen würde, würde sie möglicherweise hinter dem Machtfaktor ein Fragezeichen stellen. Ob das berechtigt ist oder nicht, das werden wir versuchen, gleich ein Stück weit zu entwickeln. Das reicht, denke ich, an Vorrede. Ich wünsche Ihnen, uns allen eine gute Veranstaltung und bitte Frau Wagner und Herrn Hensel, hier sozusagen das Kommando zu übernehmen und über die Piratenstudie zu sprechen. Vielen Dank, schöne Veranstaltung, alles Gute. Ja, vielen Dank, Herr Legrand. Wir beginnen mit ein bisschen etwas über die Studie zu sagen, damit wir wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Sie haben, Herr Hensel, seit 2009 sich, wie ich, mit den Piraten beschäftigt, aber aus wissenschaftlicher Sicht, haben aber für diese Studie nun auch nicht nur, sagen wir mal, Twitter gelesen und E-Mails oder sich im Internet über die Piraten informiert. Können Sie uns mal ein bisschen erzählen, wie Sie vorgegangen sind für diese Studie? Ja, natürlich. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, insbesondere an die Otto-Brenner-Stiftung, aber auch an die Hans-Böckler-Stiftung. Zur Studie. Wir sind so vorgegangen, wir haben ein qualitatives Design der Studie im Wesentlichen, das sehr stark auf die Nicht-Teilnehmende und auch in Teilen auf die teilnehmende Beobachtung zurückgeht. Das heißt, wir sind sehr umfangreich in Deutschland umhergefahren, haben auf verschiedenen Ebenen, sowohl im Bund als auch im Land, als auch auf kommunaler Ebene, Piratenveranstaltungen besucht, haben diese dort beobachtet, um da eben die
Interaktion zwischen den Piraten eben einzufangen und haben darüber hinaus eine größere Zahl von Interviews geführt. Also insgesamt haben wir über 100 Interviews mit Piraten geführt, davon 30 etwa sind längere leitfadengestützte Interviews, die restlichen sind Hintergrundgespräche. Naja, und insgesamt ist da somit ein sehr reichhaltiger Materialfundus zusammengekommen. Wie haben die Piraten auf Sie reagiert? War das immer einfach oder stießen Sie da manchmal auch an Grenzen der Transparenz? Ach, erstaunlicherweise in der Mehrheit eigentlich schon. Also wir waren etwas überrascht, dass es manchmal schwieriger ist, als man zunächst denkt, Piraten per Mail zu erreichen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Woran das genau liegt, haben wir nicht rausgefunden, aber vielleicht können wir das ja nacherklären. Ansonsten würde ich sagen, ist die Piratenpartei natürlich ein sehr dankbares Forschungsobjekt. Das, was man normalerweise in der Kleinstparteienforschung als Problem hat, nämlich, dass diese Kleinstparteien gar nicht zugänglich sind, weil sie eben ein verschwörerischer, abgeschotteter Kreis sind, ist bei den Piraten eben maximal gar nicht der Fall, weil man eben ja sehr stark eben die Internetkommunikation verfolgen kann, aber auch vor Ort eigentlich immer eine sehr große Offenheit gegen unser Forschungsprojekt gewesen ist und auch in den Interviews, glaube ich, sehr weitgehend und auch transparent geredet wurde. Jetzt haben Sie ja einen Untertitel mit Fragezeichen gewählt für Ihre Studie, nämlich Havarie eines politischen Projekts. Können Sie uns diese Frage jetzt nach diesem Jahr der Forschung beantworten? Naja, endgültig und überhaupt natürlich nicht. Wir wissen nicht, was in der Zukunft genau passiert. Wir haben den Titel Havarie gewählt, weil es natürlich sich einmal in dieser nautischen Sprachwelt der Piraten bewegt und so etwas anschließt an die Art und Weise, wie über die Piraten berichtet wird. Und um das vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, eine Havarie heißt ja nicht Untergang unbedingt, sondern eine Havarie ist ja erstmal ein größerer Unfall. Ich glaube, in so einer solchen Situation befindet die Piratenpartei sich momentan, ohne dass es jetzt eine Kollision oder sowas gegeben hat, vielmehr die verschiedenen strukturellen, organisatorischen, aber auch kulturellen Probleme der Piratenpartei haben zum großen Teil sicherlich dazu beigetragen, dass die Piratenpartei momentan in einem kritischen Stadium ist, sicherlich ist. Das soll nicht heißen, dass die Piratenpartei unmittelbar vor irgendeinem Untergang steht. Immerhin ist es ja eine sehr große Organisation mit über 30.000 Mitgliedern, mit auch einer ja, mittlerweile recht breiten kommunalen Verankerung, Verankerung in Landesparlamenten und so weiter. Dennoch aber zeigen die Piraten ganz deutlich eben Probleme, sich im politischen Betrieb momentan zu behaupten. Was sind denn die ganz großen Probleme? Sie haben gesagt, kulturell, strukturell. Können Sie mal einfach ein paar Beispiele nennen? Ja, auf der kulturellen Ebene ist sicherlich ein Problem, vor dem die Piraten momentan stehen, ist etwas sozusagen ein Erfolgsproblem. Durch die immensen Mitgliederzuwächse der Piraten, die in der Piratenpartei gerade nochmal seit der Berlin-Wahl, seit dem Berlin-Erfolg stattgefunden haben, hat sich der ideologische, aber auch der kulturelle Hintergrund der Piratenpartei sehr stark variiert, sehr stark verändert. Wir haben inzwischen auch eine größere Zahl an Parteimitgliedern, die zum Beispiel vormals in anderen Parteien aktiv waren, zum Teil auch ältere Mitglieder, die eben zum Beispiel mit der intensiven Internetkommunikation der Piraten so ihre Schwierigkeiten haben. Das führt insgesamt dazu, dass es sozusagen ein Nebeneinander her zwischen dem ursprünglich irgendwie innovativen Projekt der Piratenpartei und einer Konventionalisierung eben mittlerweile eben hergestellt wird, die sehr schwierig aufzulösen ist. Ein anderes Problem ist eben von den Piraten mehr oder minder hausgemacht. Dabei geht es eben um die sehr umfängliche Partizipation und Transparenz, die ja nicht nur den Fraktionen der Piratenpartei, sondern auch den verschiedenen Strukturen der Partei selbst oftmals auf die Füße fällt, wie man sicherlich jetzt in den letzten Tagen schon wieder ganz eindeutig an dem Skandal oder an der Debatte um die Reaktion auf Bernd Schlümmers Aussage in der Taz sehen kann. Wie ist denn das, wenn Sie sagen, diese Kultur, da ist so ein Problem, weil manche sind schon so lange dabei und andere seit kurzem. Sie schreiben ja auch viel von dieser Filterblase, in der die Piraten sich bewegen und dass das auch ein großes Problem sei. Wie kann das aber sein, wenn da immer neue Mitglieder kommen müssen, die doch sozusagen die Verbindung zur Realität noch halten? Wie kommt es dann dazu, dass sie sich so abschotten? Ich glaube, das liegt ganz wesentlich an der Struktur der sozialen Medien, die von den Piraten benutzt wird. Die sind
sowohl auf technologischer Ebene, aber auch eben auf kultureller Ebene neigen oder produzieren die sehr stark den Effekt, dass sozusagen Gleiche mit Gleichen reden. Also dass es einen Effekt gibt, dass Personen, die miteinander kommunizieren, diejenigen Personen aussuchen, mit denen sie eh kommunizieren und von daher sozusagen etwas Zirkuläres entsteht oder eben so eine gewisse Selbstreferenzialität entsteht, wie man es jetzt in der Politikwissenschaft sagen würde, dass die anderen Mitglieder nicht in der Lage sind, die neuen Mitglieder nicht in der Lage sind, das sozusagen gänzlich aufzuknacken, liegt sicherlich zum großen Teil daran, dass sie mit den kulturellen Codes, die zum Beispiel auf Twitter benutzt werden, gar nicht vertraut sind. Also wenn man obgleich, und das ist ein Grundproblem sicherlich an der Piratenkommunikation, die Kommunikationsstrukturen sehr offen sind, gibt es einen gewissen Schließungsprozess eben auf kultureller Ebene, auf kommunikativer Ebene, werden zum Beispiel gewisse Abkürzungen benutzt, zum Beispiel die Nicknames, also die Spitznamen aus sozialen Netzwerken benutzt. Das macht es für Außenstehende natürlich insgesamt relativ schwierig zu verstehen, was dort überhaupt passiert. Mhm. Und an der Stelle ist es sozusagen so ein Effekt, der ganz typisch ist, da glaube ich, dass Transparenz alleine eben sozusagen nicht genügt, um das zu produzieren, was Transparenz sozusagen eigentlich erzeugen soll, nämlich einen wirklichen Zugang. Sie schreiben ja auch, dass es manche Merkmale gibt, die die Partei gar nicht so besonders erscheinen lassen, nämlich dass es Elitenbildung gibt in der Partei, dass auch viele Entscheidungen eher von oben nach unten funktionieren, gar nicht so von der Basis nach oben. Würden Sie so im Resümee sagen, von der Struktur so besonders ist diese Partei gar nicht? Damit wollten wir, also ich glaube, dass man nach wie vor festhalten muss, dass die Struktur, die organisatorische Struktur und auch die Kommunikationsstruktur der Piraten sehr, sehr offen und sehr, sehr zugänglich ist. Die Phänomene, auf die wir hinweisen, sind sozusagen Tendenzen einer Normalisierung einer Organisation. Sie haben das ja gerade schon angesprochen, wir haben das sozusagen ein wenig zwei Effekte sich überlagern. Die Piraten werden nach den Jahren ihrer Existenz zu einer ganz normalen Parteiorganisation auf der einen Seite, die eine Parteikultur, Parteistrukturen und Parteirituale entwickeln, die natürlich auch inzwischen, auch aufgrund des Drucks des politischen Systems mittlerweile, in Teilen natürlich auch an die etablierten Parteien erinnern. Ist das aber ein Problem oder ist das sowieso unweigerlich, das wird immer so kommen und vielleicht sogar ein Vorteil, weil sich dadurch dann Prozesse einspielen und so? Oder ist das eben das Problem, dass sie ihre Andersartigkeit verlieren? Die Piraten geraten an dieser Stelle, die Sie gerade ansprechen, natürlich in ein Dilemma. Auf der einen Seite sind sie natürlich angetreten und auch erfolgreich geworden als politische Alternative, die sich nicht nur mit einem Programm oder weniger mit einem Programm als mit eben verschiedenen anderen Suggestionen profiliert hat, die natürlich ein Teil davon war ganz wesentlich die alternative politische Kultur und die alternative Organisationsstruktur der Piratenpartei. Eben diese Struktur muss sie eben auf der Höhe ihres politischen Erfolgs, wo eben einfach der politische Druck wesentlich stärker wird, in Teilen eben ablegen, wenn sie dort bestehen will. Mhm. Damit verliert sie natürlich auf der anderen Seite ein Stück weit ihre Attraktivität. Das ist genau das Dilemma, in der die Piratenpartei nicht seit gestern steckt. Und weil es eben natürlich auch ein Dilemma ist, ist es sehr schwer aufzulösen. Ich weiß nicht, ob ich es überlesen habe oder vielleicht haben Sie es auch nicht so genau geschrieben, so eine Art Handlungsempfehlung an die Piraten, wie sie aus diesem Unfall, der jetzt gerade passiert, herauskommen. Was ist so Ihre Idee oder was denken Sie, sollten die Piraten jetzt tun? Die Piraten stehen vor der Bundestagswahl natürlich jetzt in einer schwierigen Situation, weil sie sich natürlich jetzt zugespitzt auf diesen Wahlkampf vorbereiten müssen. Ich denke, dass sozusagen der eingeschlagene Kurs das Programm weiterzuentwickeln, zu versuchen, die personalen Probleme in den Griff zu kriegen, generell in die richtige Richtung geht. Ein Hauptpunkt, aber da wird die Diskussion sicherlich nochmal drauf kommen, oder ein sehr wichtiger Punkt ist, die Piratenpartei oder die Mitglieder der Piratenpartei verweigern sich bisher gegenüber der Erkenntnis, warum sie eigentlich elektoral bei den Wählern erfolgreich geworden sind. Also wenn man eben anschaut, warum die Piraten eigentlich gewählt worden sind, sagt ein großer Teil, etwa 40%, relativ konstant, dass es das Thema soziale Gerechtigkeit gewesen ist, dass die Piratenpartei mit einigen Forderungen sozusagen als Projektionsfläche eben darlegen konnten. Eben dies schlägt sich in der bisherigen oder in der jüngsten Programmentwicklung und auch in der Schwerpunktsetzung, die Basis vorgenommen hat für die kommenden Wahlkämpfe, nicht nieder. Ich denke, dass das sozusagen ein wichtiger Ansatzpunkt ist, aber sonst gibt es noch sehr viele, die hoffentlich gleich diskutiert werden. Okay, ja, vielen Dank, Herr Hensel. Vielen Dank. Ja,
Ja, dann bitte ich jetzt die anderen Diskussionsteilnehmer auf die Bühne. Ich glaube, ich sollte irgendwo da sitzen. Piraten um mich herum, so. Genau. Hier gibt es ein paar Mikrofone, die ich behalte dieses. Genau, Sie müssen sich das bitte teilen, jeweils zu zweit, das wird bestimmt funktionieren. Ich stelle Sie jetzt erstmal alle vor. Ganz links von Ihnen aus gesehen sitzt Herbert Hönigsberger, Politikberater und jemand, der sehr erfahren ist mit den Grünen, weil Sie in dem ersten Fraktionsvorstand im Bundestag wissenschaftlicher Mitarbeiter waren, in den Anfang der 80er Jahre. Und insofern können Sie auch dazu natürlich einiges sagen, hoffe ich. Rechts von mir Matthias Schrade oder auch Kungler genannt, wie man unschwer erkennen kann. Inzwischen nicht mehr im Bundesvorstand der Piraten. Und zwar sind Sie zurückgetreten wegen der Ponada-Affäre, wenn man das so sagen kann. Sind aber weiterhin Wahlkampfkoordinator. Und insofern ist das natürlich auch sehr interessant. Ehemals Finanzanalyst und ich habe heute immer noch auf Ihrem Blog gelesen, dass seit Anfang letzten Jahres 40.000 Euro Einbußen, also im Gehalt, Sie zu verschmerzen hatten und deswegen jetzt auch nicht für den Bundestag kandidieren wollen. Beziehungsweise jetzt nicht auf dem Parteitag am Wochenende für die Stelle des politischen Geschäftsführers. Ja, dann mache ich weiter mit Frau Reda. Sie waren 2 Jahre lang Bundesvorsitzende der Jungen Piraten, sind das jetzt nicht mehr, weil Sie gerade Ihre Magisterarbeit schreiben, auch über ein netzpolitisches Thema, nämlich wie die alle Parteien oder nicht nur, also außerhalb der Piraten, sondern alle Parteien netzpolitische Themen aufnehmen, ne? Und sind ansonsten sehr mit Europa-Themen, für interessieren Sie sich, ne? Und dann auf der anderen Seite Herr Klecher, Sie haben gemeinsam mit Herrn Hensel die Studie erstellt und arbeiten wie er auch am Göttinger Institut für Demokratieforschung und werden wahrscheinlich auch noch einiges zu der Studie sagen können. Ja, ich wollte mit Ihnen, Frau Reda, beginnen und Sie mal fragen, wie das für Sie ist als junger Mensch und Sie müssen auch noch Ihre Magisterarbeit machen und so weiter, sich in solchen Zeiten wie diesen noch zu motivieren, für diese Partei überhaupt etwas zu tun. Also wir erleben das ja nicht aus der Parteisicht, sondern aus der öffentlichen Sicht. Und da scheint es doch so, als würde da eigentlich im Moment nichts funktionieren und große Frustration. Wie ist das für Sie? Machen Sie das trotzdem immer noch gerne weiter oder ist das eine Qual? Ja, also ehrlich gesagt habe ich größere Probleme, mich für meine Magisterarbeit zu motivieren, als für die Arbeit bei der Piratenpartei. Ich habe natürlich einen großen Vorteil. Dadurch, dass ich keine Amtsträgerin bin, habe ich eine gewisse Wahl, wo ich mich in der Piratenpartei engagiere und muss mich nicht mit jedem Problem auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es für die Amtsträger an der Stelle schon im Moment relativ schwierig ist, weil eben die Erwartungen sehr hoch sind, mehrere Wahlkämpfe hier in Hessen zu stemmen sind. Aber für mich als ja im Prinzip einfaches Mitglied, wo ich mir aussuchen kann, welche politischen Themen ich beackern möchte, ist es eigentlich nach wie vor ein ganz tolles Betätigungsfeld. Also ich habe mich jetzt an der Ausarbeitung des Europa-Antrags für unser Bundestagswahlprogramm beteiligt. Ich organisiere die Open-Mind-Konferenz im August in Kassel, wo es auch um politische Grundsatzfragen bei den Piraten geht. Ich habe hier die hessische Landesgeschäftsstelle aufgebaut in den letzten Monaten. Und das sind einfach alles Sachen, bei denen ich ganz klare Auswirkungen auch in der Partei bemerke. Also ich habe das Gefühl, dass es einen Sinn hat, was ich mache, dass ja die Leute irgendwie auch motiviert, sich zu beteiligen. Und die Probleme, die die Fraktionen oder auch die Vorstände haben, die spielen für mich, also in meiner täglichen politischen Arbeit, einfach gar keine so große Rolle, weil eigentlich in ganz Deutschland oder auch in anderen Ländern bei den Piraten so eine ganz starke Selbstmachtkultur herrscht. Also viele Piraten suchen sich einfach ihre politischen Projekte oder ihre politischen Themen, arbeiten in bestimmten AGs und arbeiten da natürlich auch auf den Bundesparteitag am Wochenende hin
und hoffen, dass Ihre Arbeit da dann auch Früchte trägt. Und von dieser Filterblase, da haben Sie sozusagen kein Problem mit oder sehen Sie die gar nicht so als Phänomen? Ich glaube, man muss sich ein bisschen Mühe geben, die Filterblase aktiv zu durchbrechen. Also zum Beispiel, indem man sich eben auch mit Kritikern, mit Externen auseinandersetzt. Unter dem Aspekt fand ich diese Studie extrem bereichernd, weil sie die Piratenpartei ernst nimmt, sehr tief in die Strukturen einblickt, aber eben doch einen kritischen Blick von außen hat. Und man muss halt aufpassen, gerade wenn man sich in Social Media bewegt oder auf den Mailinglisten der Partei, dass das nicht die einzigen Nachrichtenquellen sind, die man hat. Aber dann, also wenn man da aktiv drauf achtet dann und auch einen Wert darauf legt, nicht in der Filterbubble zu sein, dann kann man das auch ganz gut vermeiden. Herr Schrade, ich habe Sie kennengelernt als großen Optimisten. Also ich glaube schon 2009 haben Sie mir vom Bundestagseinzug der Piraten erzählt. Wie optimistisch, wie viel ist davon noch übrig jetzt von diesem Optimismus auch anhand? Oder wenn man die letzten Umfragen sieht, so über 5% war es jetzt schon lange nicht mehr. Also wir haben angefangen zu einem Zeitpunkt, da waren wir überhaupt nicht in Umfragen und das hat uns nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Wir haben auch nach der Bundestagswahl 2009, tauchten wir in Umfragen dann auch nicht auf, haben sämtliche Landtagswahlen in Anführungszeichen verloren und trotzdem weitergemacht. Jetzt sind wir in Umfragen, also es gibt gerade jetzt definitiv keinen Grund aufzugeben, wo wir die ersten Erfolge haben, wo wir in 4 Landtagen eingezogen sind, über 30.000 Mitglieder haben. Und jetzt auch auf Bundesebene eigentlich konstant wahrgenommen werden, auch wenn es momentan ständig Presseberichte gibt, wie irrelevant wir seien. Das ist also insofern, kann man da eher drüber schmunzeln, wenn man diese früheren Auf und Abs schon erlebt hat. Und von meinem Optimismus, wenn ich den nicht mehr hätte, dann säße ich heute nicht hier. Aber andere in der Partei haben ihn offenbar nicht mehr. Ob nun Herr Schlömer das genau so gesagt hat oder nicht, ist ja nicht so ganz klar. Aber er scheint jedenfalls nicht mehr so richtig viel Elan zu haben. Muss man da nicht auch an Ihrer Stelle sagen, wie kann das denn immer wieder passieren, dass sich hier Leute so daneben äußern? Oder das ist ja nun wirklich in einer blöden Situation geschehen. Also die Äußerung ist wohl in der Form, jedenfalls habe ich das so vernommen, so gar nicht gefallen. Aber unabhängig davon ist es, man muss immer berücksichtigen, dass 2/3 unserer Mitglieder sind erst seit 1,5 Jahren oder weniger als 1,5 Jahren in der Partei. Das heißt, die Erfahrung, dass man plötzlich im medialen Rampenlicht steht, haben die meisten noch gar nicht. Sogar noch einen Schritt weiter, mehr als 90% aller Mitglieder sind jetzt gerade mal seit 3 Jahren maximal in der Politik oder in der Partei aktiv. Das heißt, wir sind eine Organisation, die immer noch sehr, sehr stark lernt und viele Dinge sind immer noch neu und sind dann eben auch ein Lernprozess, den wir immer noch durchlaufen. Das gilt dann eben auch selbst für Personen in Ämtern auf Landes- oder teilweise auch auf Bundesebene. Ich sollte vielleicht dazu sagen, was Herr Schlömer gesagt haben soll, damit das hier klar ist. Er soll gesagt haben, dass die Partei überhaupt keine Kraft und Motivation für den Bundestagswahlkampf habe und sozusagen er selbst keine Chance sieht für den Einzug. Also ich denke, man wird auf dem anstehenden Bundesparteitag sehen, dass immer noch Hunderte, Tausende von Mitgliedern höchst motiviert sind. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir hier eine Abschiedsparty dann feiern, sondern dass man eben nach vorne guckt. Herr Klecher, in der Studie ist auch als ein Problem der Umgang der Piraten untereinander genannt. Also es gibt diese Beispiele, Johannes Bonada, der jetzt zurücktritt am Wochenende oder sein Nachfolger wird bestimmt oder Julia Schramm, die durch ihr Buch in die Medien geraten ist, was dann nicht illegal weitergegeben werden konnte. Wie haben Sie diesen Umgang der Piraten untereinander erlebt? Ist das tatsächlich sowas anderes als in anderen Parteien? Ich glaube, so eine Destruktionshaltung gibt es in allen Parteien. Also, dass da geflucht wird am örtlichen Stammtisch, im Ortsverband der CDU oder bei der Ortsgruppe der FDP über das, was die da oben machen, glaube ich, gibt es in jeder Partei. Das ist erstmal nicht überraschend. Das, was anders bei den Piraten ist und was dann auch zum Problem gereicht, ist die Tatsache, dass dieses Destruktionspotenzial sich relativ schnell durchschlägt. Zum einen durch die sozialen Netzwerke, also wenn irgendeine kleine Aktion, die ein Landesverband dann mal gegenüber dem Bundesvorsitzenden veranstaltet, indem sie ihm einen bestimmten Finger zeigt, dann geht das schnell bei Twitter rum und erreicht dann, und das ist dann das Problem für die Piraten, verlässt nämlich dann auf einmal die Filterbubble und erreicht dann
plötzlich die konventionellen Medien oder die Online-Medien, die plötzlich von mehr als nur Piraten gelesen wird. Und dann haben wir tatsächlich dieses, dass dieses Destruktionspotenzial sich durchschlägt. Das ist das eine von der Wirkung. Und das zweite ist, ich glaube, es gibt schon ein relativ ausgeprägtes Misstrauen gegenüber all diejenigen, die die Ämter und Funktionen bei den Piraten bekleiden. Das ist so ein bisschen so, man hat ja diese Hoffnung an der Basisdemokratie, dass sich aus der Basis, quasi aus dem Urschleim der Ideen, etwas entwickelt, was irgendwie dann auch kreativer ist als das, was in hierarchischen Prozessen möglich ist. Über Für und Wider dieser Theorien kann man trefflich streiten, das ist aber auch nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass dann diejenigen, die dann an der Spitze in Funktionen stehen, die werden dann besonders kritisch betrachtet. Das ist wichtig in der Demokratie, aber in der Demokratie, gerade in der repräsentativen Demokratie, ist natürlich auch sowas wie Vertrauen wichtig. Und das ist dann die Kehrseite, wenn Parteien gewählt werden, wo man den Repräsentanten vertraut und in der Partei selber herrscht eine latente, manchmal auch manifeste Misstrauenskultur, dann hat das natürlich mit der Zeit negative Wirkungen. Am Anfang war das spannend. Mittlerweile hat es in Teilen durchaus auch selbstzerstörerische Züge. Herr Hönigsberger, wie war denn das bei den Grünen? Man sagt ja immer, das war mindestens genauso schlimm, der Umgang und der Streit und so weiter, die Streitkultur. Und Sie haben es trotzdem geschafft, da rauszukommen. Würden Sie sagen, Sie sehen da auch bei den Piraten noch Chancen, dass sie sich zusammenraufen? Also wenn Sie die ganze erste Phase der Grünen mitbekommen haben, also die erste Bundestagsfraktion, den Einzug in den Bundestag und so wie ich, weiß ich, die ersten 35 Parteitage dieser Partei, dann kann sie... Einfach rein... Also dann kann sie im Grunde, was sie da an angeblichem Chaos, Strukturproblemen und Ähnlichem bei den Piraten wahrnehmen, schlechterdings nicht erschüttern. Es ist eher ein leichtes Déjà-vu, ich sage betont ein leichtes, weil in meiner Erinnerung und aktuellen Wahrnehmung waren die Konflikte bei den Grünen härter, anstrengender, brutaler, ideologisch schärfer, auch politischer als das bei den Piraten der Fall ist. Insofern würde ich das ganze weitere Schicksal der Piraten nicht unbedingt an dem aktuellen Zustand ihrer Organisationsstrukturen festmachen, sondern an einem anderen Punkt, den ich gleich anspreche. Vorher will ich noch was anderes sagen. Wir untersuchen, ich rechtfertige meine Anwesenheit hier nicht nur, weil ich mal bei den Grünen gewesen bin, das ist zwar Grund genug, aber auch deswegen, weil ich schon zwei Studien über die Piraten ebenfalls verfasst habe. Wenn Sie in diesen Studien, so wie wir, insbesondere die Netzkommunikation der Piraten analysieren, also wir schauen uns über Jahre hinweg an, was die da im Netz treiben für diese Sozialfragenstudie, die der Herr Legrand angesprochen ist, haben wir etwa 270.000 Statements von ca. 5.000 Usern über vielleicht anderthalb Jahre untersucht. Wenn Sie also einen solchen breiten empirischen Überblick über das, was bei den Piraten kommuniziert wird, haben, entsteht bei Ihnen folgender Eindruck: sachlich, inhaltlich, intellektuell, geistig liegt Stoff für drei Parteiprogramme vor. Was dort diskutiert worden ist, ist teilweise höchst skurril, heiter, auch manchmal also wirklich auch rechts, aber im Summa summarum, im Großen und Ganzen wird dort intellektuell, ideologisch der Stoff für ein gutes Parteiprogramm aufbereitet. Das Problem, das die Piraten haben, ist das, was sie an interner Kommunikation, also in der Partei selber, aber auch mit der Öffentlichkeit, sachlich zusammenzutragen, imstande sind, das in der Tat in ein Programm zu übersetzen. Dort haben Sie ein strukturelles Problem in der Tat. Bloß glaube ich auch, dass das für die nächste Bundestagswahl gar nicht mehr entscheidend sein wird. Das Totenglöcklein für die Bundestagswahl braucht man bei den Piraten noch nicht läuten, aber Sie haben es auch nicht mehr selber in der Hand, aus meiner Sicht. Egal, was Sie auf dem Parteitag beschließen, wie Sie sich noch organisatorisch in den Griff kriegen, das wird nicht mehr der springende Punkt sein bei der nächsten Bundestagswahl. Bei der nächsten Bundestagswahl spricht für Sie eine einzige Konstellation. Wenn Rot-Grün-Wähler, so wie ich, und die gibt es ja nicht wenige, feststellen werden, dass die Sozialdemokratie ohnehin auf die Große Koalition setzt, oder wenn Rot-Grün-Wähler, so wie ich, feststellen werden, dass die Grünen an dem Punkt den Sozis Paroli bieten wollen und auf Schwarz-Grün setzen, dann ist eins klar, dann haben Sie noch ein Wählerreservoir, nämlich genau diejenigen, die weder Schwarz-Grün noch die Große Koalition wollen. Wenn sich eine Woche vor der Wahl herausstellt, dass das mit Rot-Grün nichts wird, dann kann es sogar da noch in einer Woche einen Riesenswing geben zu ihren Gunsten, weil das Milieu, das für Sie in Frage kommt, wird nie zur AfD gehen oder nicht in größerem
Ständen zur AfD gehen. Das heißt, sie hängen, was ihren Einzug in den Deutschen Bundestag angeht, an einer Konstellation, die sie aber nicht mehr selber erzeugen können. Die Frage ist, kriegt Rot-Grün eine Wechselstimmung hin, dann sind sie weg. Kriegt Rot-Grün keine Wechselstimmung hin, dann sind sie vielleicht sogar drin. Das ist der entscheidende Punkt. Und letzter Satz, wo sie meiner Meinung nach noch ein größeres Problem als mit Organisation und Struktur und Programm haben, ist folgendes. Und da vergleiche ich jetzt wirklich wieder mit den Grünen. Sie haben kein Personal. Wenn Sie miterlebt haben, den inhaltlichen Gehalt, aber auch die Schärfe und Härte der Auseinandersetzung zwischen Josef Fischer und seiner Gang, an deren Rande ich da tätig war, und der Gang um Jutta Ditfurth. Also wenn Sie gesehen haben, wie eine politische Partei aus einer Kontroverse heraus entstanden ist, die aber nicht nur persönlich gewesen ist, sondern wo immer politische Richtungsentscheidungen dahinter standen oder Richtungsfragen dahinter standen, dann ist das der entscheidende Punkt. Und Sie haben weder für die eine Richtung bei Ihnen und noch für eine andere Richtung wirklich Protagonisten, denen ich, soweit ich das beobachten und beurteilen kann, die Härte, die Durchsetzungsvermögen, das Standing, auch die geistigen Potenzen zutrauen kann, einen solchen Parteiaufbau Auftrag oder Parteiaufbaukampf durchzustehen. Das ist eigentlich Ihr entscheidendes Problem, dieses Personalproblem. Hätten Sie Personen, die sowas können und die hart genug wären, sowas zu machen, könnten Sie diese ganzen Strukturprobleme in der Tat auf Dauer lösen. Ja, Herr Schrade, da müssen Sie jetzt, glaube ich, was sagen. Ja, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln. Also ich habe jetzt mal beschlossen, ich fühle mich jetzt nicht beleidigt, dass Sie das sagen, bei uns gäbe es solche Leute nicht. Also ich sehe allein hier im Raum schon mehrere im Podium oder im Zuschauerraum sitzen. Ich glaube, das große Problem ist, also ich meine, ich möchte jetzt niemanden mit bestimmten Einzelpersonen vergleichen, weil jeder, ob Herr Fischer oder Frau Ditfurth sind Unikate. Mit Frau Ditfurth haben wir auch Erfahrung gemacht hier in Frankfurt als temporäre Genossin der, wie war das nochmal, der piratigen Fraktion elf, hier. Die Elf-Fraktion. Genau, dankeschön, mit der Elf-Fraktion. Wir haben aber innerhalb der Partei sehr viele Leute, die eine große Rolle spielen, die auch programmatisch zum Beispiel sehr viel geleistet haben, die jetzt auch teilweise auf Bundestagslisten weit oben stehen, die aber bisher in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir diese Leute nicht haben oder ob die einfach nur noch nicht bekannt sind. Das kristallisieren sich ganz langsam, aber ich betone ganz langsam, Leute heraus. Wenn man sich in der Partei gut auskennt, dann konnte man erahnen, wer auf diesen Listen vorne landen wird. Und den Leuten traue ich im Bundestag absolut zu, nachher auch starke Akzente zu setzen. Und es wird unsere Aufgabe ist natürlich dann in der Öffentlichkeitsarbeit, diese Leute auch jetzt bekannt zu machen, damit sie solche Aussagen künftig nicht mehr tätigen brauchen. Herr Klecher, glauben Sie auch, dass das ein großes Problem ist, dass das Personal fehlt oder ist das gar nicht so zentral? Doch, Personal ist natürlich wichtig. Personal ist mit Sicherheit auch vorhanden und man kann sicherlich bei dem einen oder anderen sich das überlegen, ob der vielleicht in Frage käme, so eine ähnliche Rolle einzunehmen. Nur, wenn man dann genauer hinguckt, sind zum Teil die Verfahren in der Partei so angelegt, dass gerade polarisierende Personen in der Partei es unglaublich schwer haben, in Funktionen oder gar in Mandate zu gelangen. Das hängt teilweise mit den gewählten Wahlverfahren zusammen, das hängt teilweise mit der Debattenkultur zusammen. Und das ist alles so angelegt, dass sie Schwierigkeiten haben, wenn Leute, die also wirklich mit einer besonderen Pointierung auch hervorstehen, die Herr Hönigsberger anspricht, die an denen man auch Konflikte dann auch kristallisieren kann, die haben es schwer in der Partei, über ein bestimmtes Maß hinauszukommen und sich daran zu profilieren. Da haben es dann diejenigen leichter, die vor allen Dingen mit Verwaltungstätigkeiten sich hervortun können. Also die eher sich aus bestimmten inhaltlichen Streitfragen rausgehalten haben. Das heißt nicht, dass sie nicht programmatisch gearbeitet haben oder ähnliches, aber ich sage mal eher die nach dem Prinzip allen Recht und niemand weh verfahren haben, die haben es leichter, in diesem System hervorzukommen, als jemand, der sich aus dem Fenster lehnt. Der wird nämlich gleich unterstellt, er würde eine persönliche Profilierung fahren, um sich persönlich in Stellung zu bringen. Also das sind dann die Debatten, die man dann jedenfalls verfolgen kann. Ob das so ist oder nicht, sei alles dahingestellt und ob das von der Masse getragen wird oder nicht. Es entfaltet auf jeden Fall eine Wirkung und das können wir auch durchaus bei den Wahlen auch und bei den Aufstellungsversammlungen zur Bundestagswahl auch zum Teil nachvollziehen. Frau Reda? Ja, das hat ja durchaus Methode, dass wir innerparteiliche Richtungsentscheidungen eben nicht an Köpfen festmachen. Wir sind sehr wohl in der Lage, bestimmte Personen mit politischen Themen zu verknüpfen. Und diese Personen können diese Themen dann auch, denke ich, ziemlich gut nach außen tragen. Also wie zum Beispiel der Bruno Kramm bei der Urheberrechtsdebatte oder auch Marina Weißband, wenn es darum geht, die bereits getroffenen Richtungsentscheidungen der Piratenpartei nach außen zu kommunizieren. Aber es wurde ja teilweise auch von der Öffentlichkeit
ein Stück weit versucht, solche ja, politischen Konflikte auf Personen herunterzubrechen und also wie zum Beispiel eben bei Bernd Schlömer und Johannes Ponader, und das ist nicht unbedingt zielführend. Also auch wenn man jetzt die Reaktionen auf diesen Konflikt in der Partei und in der Öffentlichkeit sich anschaut. Ich denke, es ist eine, also für unsere Parteikultur und unsere Parteistruktur durchaus gewollt, dass wir sagen, wir wollen uns bei unseren politischen Richtungsentscheidungen nicht davon beeinflussen lassen, ob die Person, die jetzt die eine oder die andere Richtung vertritt, zufällig die bessere Rednerin ist, sondern wir wollen die Leute, die unsere Themen gut nach außen vertreten können, diese Themen oder Richtungsentscheidungen, die wir schon getroffen haben, nach außen vermitteln lassen. Aber wir wollen nicht, dass Köpfe die Richtung unserer Partei politisch festlegen. Herr Hönigsberger, Sie wollten was sagen. Also ich will das noch mal ein bisschen präzisieren. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern, bei den Grünen war immer der Slogan, bloß keine Promis. Immer ist es gegen diese Promis gegangen. Wenn einer den Kopf zu weit rausgestreckt hat, Schilly, Kelly, Bastian und so weiter, ist sofort ein Riesengeschrei losgebrochen. Der Unterschied ist der gewesen, dass das politische Personen gewesen sind, die sich das nicht haben bieten lassen. Das sind Personen gewesen, die sich mit diesem Anspruch der sogenannten Basis massiv auseinandergesetzt und nach dem gegenüber durchgesetzt haben. Außerdem, Herr Schrade, ich bin fest davon überzeugt, dass Ihre Bundestagslisten voller Leute sind, die ganz passable Abgeordnete abgeben werden, gemessen an dem, was auch so im Bundestag sitzt. Da ist keine Frage. Worüber ich geredet habe, ist, wie in einer Partei im Aufbau, in einer Partei, die noch interne Auseinandersetzungen über programmatische Fragen hat, was es dort für ein politisches Personal braucht. Und dieses politische Personal, das den Parteiaufbau durchfechten kann, auch gegen Kritik, gegen politische Gegner, gegen Ansprüche von Basis, die kann ich nicht entdecken. Ihr Vorsitzender, Herr Schlömer, ist ein netter Mann und entspricht insofern auch dem grünen Muster, an die Parteispitze immer Leute solchen Zuschnitts zu setzen. Da ist die grüne Parteigeschichte voll davon. Aber die Parteiaufbauer, die dieser Partei das Profil gegeben haben, die Struktur eingezogen haben, die Lager innerparteilich formiert haben und auch durchgesetzt haben, die sind nicht erkennbar. Und das scheint aus meiner Sicht eines oder eigentlich das eigentliche Defizit Ihrer Partei zu sein, weil programmatisch, ideologisch, intellektuell sehe ich bei Ihnen keine sonderlichen Defizite. Wir haben die soziale Frage untersucht. Natürlich sind Sie eine ordentliche, sozial getrimmte Partei, nicht vielleicht wie hier die IG Metall das will oder die SPD, aber im europäischen Maßstab, wenn ich die europäischen Parteienfamilie sortiere, gehören Sie der sozialdemokratischen Parteienfamilie an oder der sozialliberalen, da haben Sie kein großes Problem. Ich wundere mich im Übrigen, nachdem ich das gehört habe, noch einmal, 40% Ihrer Wähler haben Sie wegen der sozialen Frage gewählt. Das ist auch unsere Wahrnehmung der internen Kommunikation. Sie reden pausenlos über soziale Fragen, über Arbeit, über das Grundeinkommen und was es den Menschen alles an Wohltaten bringt. Das wäre für Sie aus meiner Sicht jetzt als Politikberater mit Verlaub ein wesentliches zusätzliches Profilierungselement für Ihre Partei. Und ich bin sehr erstaunt, wieso Sie das mit dem Grundeinkommen so verschämt und immer, wir werden es prüfen, oder eine Enquete-Kommission soll das mal gestalten. Absurde Vorgehensweise. Das müsste man so hinhängen. Für die Position Grundeinkommen, das wette ich also wirklich einiges drauf, haben Sie in der Bundesrepublik mehr als 5% von Wählern. Das wollte ich nämlich auch gerade ganz kurz nochmal einwerfen, dass Herr Hönigsberger in seiner Studie davon schreibt, dass diese BGE-Forderung nach dem Grundeinkommen gemeinsam mit einigen anderen Themen, Netzpolitik, Urheberrecht, ausreichen würde für 5%. Würden Sie das denn auch für dieses Jahr bei der Bundestagswahl schon so sehen? Also das würde ich genauso sehen, wenn, und das war eine wesentliche Prämisse, das wird, so wie die Situation jetzt ist, nicht mehr ganz reichen, wenn nur das geschafft wird. Die entscheidende Frage ist schon die am Wahlabend, wollen die Wähler einen Wechsel? Wollen sie Rot-Grün haben oder sagen sie, ach Gott, die Merkel bleibt doch sowieso wieder Kanzler. Wenn die Merkel Kanzlerin bleibt, ist das Beste, was man als oppositionell gesonnener Geist in der Deutschland tun kann, die Piraten zu wählen. So, weil dann ist wenigstens ein bisschen was an Oppositionsgeist in dieses Parlament hineingetragen. Während wenn Rot-Grün wirklich eine realistische Perspektive ist, dann bleiben sie bei 2%. So. Ich finde es schön, dass Sie das Thema Grundeinkommen erwähnen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist, wir haben die Verfechterin schlechthin, die prominenteste Frau, die dieses Thema
auch in die Politik getragen hat, nämlich Susanne Wiest ist Spitzenkandidatin in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich glaube, und die ist auch schon medial durchaus, die waren in diversen Talkshows, die wird dieses Thema durchaus auch zu setzen wissen. Es ist aber eben nun mal nicht das einzige Thema, für das Piraten stehen. Ich glaube auch, dass, ich möchte kurz auf das Thema eingehen, was Sie mit den Konflikten bei den Grünen ausgetragen wurden, wo sich salopp gesagt der Brutalste am Ende durchgesetzt hat. Ich glaube, dass die Piraten hier grundlegend anders sind. Wir werden zwar immer gerne mit den Grünen verglichen, es gibt aber einen großen Unterschied. Diese harten Flügel, die es bei den Grünen gegeben hat und die eigentlich auch bis heute in ähnlicher Form bestehen, die sehe ich bei uns nicht. Es wird zwar immer wieder gerne mal von den Medien so diese Konfliktlinie zwischen Berlin, wo ich übrigens inzwischen wohne, und Baden-Württemberg, wo ich bis vor kurzem gewohnt habe, aufgemacht, aber innerhalb der Partei existiert die in dieser Form gar nicht. Es gibt gewisse, ich möchte jetzt mal sagen, kulturelle Unterschiede. So, wenn Sie einen typischen Berliner Stammtisch oder Baden-Württemberger Stammtisch angucken, dann mag es sein, dass Sie auf den ersten Blick einen anderen Eindruck haben von den Leuten. Aber wenn Sie die Programme anschauen, auch die Mehrheiten, die innerhalb der Landesverbände bestehen, dann können Sie sehen, dass beispielsweise das in Berlin bekannt gewordene Thema Drogen legalisieren oder weiche Drogen legalisieren, das Drogenprogramm, Suchtprogramm in Berlin, das stand ursprünglich in Nordrhein-Westfalen im Landesprogramm, wurde anschließend ganz ähnlich in Baden-Württemberg ins Programm genommen und ist schließlich noch in diversen anderen Ländern auch aufgenommen worden, bevor es dann über die Medien in Berlin dann sozusagen zu Prominenz gefunden hat. Das gleiche gilt für das Thema fahrscheinloser Nahverkehr. Auch das ist erst in Nordrhein-Westfalen im Programm gewesen, weil die erste Landtagswahl hatten, anschließend in Baden-Württemberg, in Bremen, in Hamburg und so weiter und schließlich in Berlin, aber erst dort von den Medien wahrgenommen worden. Das umstrittene, angeblich umstrittene Thema bedingungsloses Grundeinkommen, da gab es in Offenbach am Bundesparteitag den Beschluss, wo dann einzelne Landesvorstände glaubten, in ihrem Land sähe das anders aus und das sei ja ein Berliner Beschluss. Also wurde in Bayern eine Umfrage gemacht unter allen Mitgliedern. Ergebnis war, dass auf Landesebene, wo sich über die Hälfte aller Mitglieder beteiligt hat, ein ganz, ganz ähnliches Ergebnis rauskam mit einer ganz ähnlichen Zustimmungsquote, wie es beim Bundesparteitag war. Also ich glaube, dass immer noch unterschätzt wird, dass die Partei in sich viel homogener ist, viel ähnlicher tickt innerhalb der Mitglieder, als es von außen wahrgenommen wird, weil dann diese Twitter-Diskussionen gerne als Zerrissenheit wahrgenommen werden. Dabei ist es eigentlich eher dann der Flurfunk, wo man dann eben mal sich kurz Luft macht und danach dann eben politisch weiterarbeitet. Ich würde aber gerne nochmal auf dieses Thema soziale Gerechtigkeit, das ist ja tatsächlich sehr interessant, dass so viele Wähler sagen, das ist das Thema, weswegen sie auch die Piraten wählen, was man ja irgendwie gar nicht, es ist nicht so, als was einmal als erstes einfällt bei den Piraten, würde ich sagen. Frau Reda, würden Sie auch sagen, das ist ein Thema, wo die Piraten einfach viel mehr machen müssen. Herr Hönigsberger hat es herausgearbeitet in seiner Studie. Es wird sehr viel darüber geredet. Sie haben, glaube ich, geschrieben, es ist die Partei des Arbeitsdiskurses, aber noch nicht. Keine Partei der Arbeit, aber richtig. Die Partei des Arbeitsdiskurses. Ja, das ist jetzt auch eine Aussage, in der ich mich sehr viel besser wiederfinden kann als in der Aussage, wir seien die neuen Sozialdemokraten, also auch obwohl es natürlich Bedarf für neue Sozialdemokraten gibt. Der Diskurs um die Arbeit ist, denke ich, was im Moment in der Piratenpartei ganz wichtig ist. Also wir setzen uns eben im Gegensatz zu den anderen Parteien damit auseinander, was ist, wenn es keine Vollbeschäftigung mehr gibt und wie kann man das als eine Chance begreifen und damit positiv umgehen. Und unter diesem Gesichtspunkt finde ich das BGE ein ganz wichtiges Thema und ich denke auch, dass wir da weiterkommen müssen, als einfach nur zu sagen, wir wollen eine Enquete-Kommission. Ich finde, das ist zwar ein sinnvoller Vorschlag, aber in so eine Enquete-Kommission sollte ja jede Partei auch mit einer Idee oder einem Standpunkt reingehen. Und ich denke, dass da ganz viel passiert. Also auch in anderen Landesverbänden haben wir Leute, die jetzt auch auf den Listen für den Bundestag stehen, wie die Spitzenkandidatin Cornelia in Berlin, die auch sehr viel mit sozialen Themen arbeitet. Ja, also warum das für Piratenwähler so wichtig ist, ist, denke ich, der Teilhabegedanke, der dahinter steht. Viele Piraten und Piratenwählerinnen und Wähler sind im Internet sozialisiert worden und kennen diesen, sind ganz selbstverständlich im Internet mit diesem Teilhabegedanken aufgewachsen. Also, dass sie zunächst mal die gleiche Plattform zur Verfügung haben wie alle anderen.
Und auf einer etwas abstrakteren Ebene will ja das bedingungslose Grundeinkommen nichts anderes. Also es gibt allen erstmal die gleichen Möglichkeiten, auf denen sie dann sich beruflich oder auch künstlerisch oder in ihrer eigenen Weiterbildung, familiär oder wie auch immer, arbeitend betätigen können. Aber Arbeit ist in dem Fall dann eben nicht mehr unbedingt Erwerbsarbeit. Und insofern finde ich die Einordnung Partei des Arbeitsdiskurses extrem treffend. Die Frage ist natürlich, was sollen die Wähler sozusagen mit einer Partei anfangen, die nur redet und nicht irgendein Programm oder so entwickeln kann? Das scheint ja wirklich das große Problem zu sein. Naja, also wir entwickeln ja eine Position dazu. Also allein schon mal eine Mehrheit für ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer großen Partei zu schaffen, ist ja schon was Leute in allen anderen deutschen Parteien versucht und nicht geschafft haben. Es ist ja auch noch nicht der Beschluss gefasst, sondern nur, dass es geprüft werden soll. Also das ist ja doch etwas sehr anderes. Es steht drin, dass wir uns für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzen. Ja. Wir haben nur kein konkretes Modell vorgeschlagen, also mit irgendwelchen konkreten Zahlen. Es gibt ja auch nicht das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt ja diverseste Modelle. Das ist ein Sammelbegriff, der aber, glaube ich, jetzt zu weit führen würde, da die einzelnen Modelle hier zu erläutern. Ganz genau. Also ich wollte aber gerne was zum Thema Schwierigkeit der Programmentwicklung sagen. Weil das ganz kurz, dann ist der Klecher dran. Weil ich das in der Studie sehr gut rausgearbeitet fand, ohne allerdings diesen Schluss zu ziehen. In der Studie wird nämlich, glaube ich, erstmals auch detailliert erläutert, was für Schwierigkeiten uns organisatorisch aufgebürdet sind durch unsere Finanzsituation. Das führt unter anderem dazu, dass wir uns nur einen Bundesparteitag programmatisch pro Jahr leisten können. Und das bedeutet eben, dass insbesondere auf Bundesebene die Programmentwicklung relativ langsam voranschreitet, weil wir nun mal das Prinzip der Basisdemokratie aufrechterhalten und jetzt eben nicht einfach sagen, okay, der Vorstand, der beschließt jetzt mal eben kurz 20 Themen und damit haben wir zu allen erdenklichen Dingen jetzt irgendwo eine Programmlage, eine Beschlusslage. Auf Landesebene sind die Programme schneller und einfacher zu entwickeln, weil da die Veranstaltungsgröße einfach kleiner ist. Ich glaube, Schleswig-Holstein hatte alleine im Rahmen der Landtagswahl 5 programmatische Parteitage innerhalb eines Jahres. Und dementsprechend wird dort das Ganze sehr viel schneller und auch tiefer vorangetrieben. Hätten wir die Finanzmittel, um zum Beispiel 4 Parteitage pro Jahr zu machen, damit dann eben 1 für die Wahlen und 3 für Programm zu machen, dann können wir auch den Rückstau, auch das, was Sie gesagt haben, von wegen, das reicht ja schon für 3 Wahlprogramme, die Gedanken, auch die Anträge sind in vielen Fällen schon da, nur haben wir gar nicht die Möglichkeit, das dann eben programmatisch umzusetzen, weshalb ja dann auch über Dinge diskutiert wird, wie zum Beispiel die sogenannte SMV, die Ständige Mitgliederversammlung, um dann auch zwischen Parteitagen das zu ermöglichen. Aber also ich glaube, dass die Trennung von Finanzsituation und der Geschwindigkeit der Programmentwicklung, die darf man einfach nicht machen. Das hängt untrennbar zusammen. Stimmt das, Herr Klecher? Ist es nur, dass fehlt das Geld und sonst wären die Piraten jetzt schon, hätten ein super Programm und für BGE und so weiter? Also das wäre mir ein bisschen zu simpel. Es ist natürlich richtig, dass die Finanzen sehr viel einschränken, aber es fehlt natürlich sowas wie eine intermediäre Ebene. Also wenn Sie das Beispiel mit dem Grundeinkommen nehmen, dann ist das quasi ein Musterbeispiel dafür, wie zum einen Piratenbubble funktioniert, weil Sie reden ja dann von, wir diskutieren das dort, wir diskutieren jenes dort, wir haben jenes dort. An Beschlüssen haben Sie konkret nicht so wahnsinnig viel zu bieten, was natürlich damit zusammenhängt, dass Sie im Endeffekt auf so auch einen kleinsten gemeinsamen Nenner kommen müssen in der Struktur, wie sie bei Ihnen angelegt ist. Und dann müssen Sie das, was eigentlich idealtypisch in einer basisdemokratisch organisierten Organisation stattfinden müsste, nämlich, dass sie von unten nach oben die Willensbildung organisieren, die müssen sie dann plötzlich noch nachziehen und noch prüfen, ob überhaupt der Beschluss im Rahmen dessen getragen wird. Und dann halten sie sich noch diverse Hintertüren natürlich bei sowas ja in so einem Ding auch noch offen. Also wird gesagt, wir sind da eigentlich für, wir wollen eine Enquete und das, was die Enquete beschließt, da soll es hinterher eine Volksabstimmung zugeben. Also nach dem Prinzip, wenn dann was rauskommt, was einem nicht gefällt, kann man dann immer noch dagegen sein und damit integriert man natürlich verschiedene Positionen. Könnte man positiv als typischen Formelkompromiss werten. Tatsächlich steckt aber, glaube ich, ein strukturelles Kernproblem dahinter, dass die Piraten die ganz große Schwierigkeit haben, das, was programmatisch Bauchgefühl ist, was auch zum Teil in Foren und in Debatten stattfindet, an den verschiedensten Stellen, dass sie das nicht konzise zusammenführen können, weil ihnen die Strukturen fehlen, weil ihnen die Organisationsweisen fehlen und weil dann alles auf diesen Bundesparteitag zugeschnitten ist, der im Prinzip mit seiner ersten Abstimmung über die Tagesordnung 95% der Anträge gleich erledigt sind. Und die werden noch nicht mal adäquat anderswo verarbeitet. Also, was weiß ich, in anderen Parteien wird es dann an einen Parteirat oder einen Parteivorstand überwiesen. Bei Ihnen fallen die hinten runter und das, was Sie vorhin zum Beispiel sagten, arbeite ich schön am Antrag und dann gucke ich drauf, dass der auf dem Parteitag durchgesetzt wird. Das, worauf man sich dann freut, ist quasi nach der ersten Abstimmung erledigt.
weil das schlicht und ergreifend nicht stattfinden wird. Und wenn dann was abgestimmt wird, wir schildern das ja auch ein bisschen in der Studie, es gab ja eine Debatte zur Wirtschaftspolitik, wenn man so über wirtschaftspolitische Schlüsselfragen denkt, wie ist das Verhältnis von Staat und Markt, wie ist eigentlich Steueraufkommen, die Fragen haben sie einfach ausgeklammert, weil es dafür nämlich keine Mehrheiten an der Stelle gab. Und dann stellen sich aber natürlich dann hin und sagen, wir haben ein Wirtschaftsprogramm, ist ja auch nicht falsch. Aber das, was Sie als Wirtschaftsprogramm haben, bleibt dann letztlich auf einer sehr allgemeinen Ebene. Und dann können Sie natürlich immer oft auf das verweisen, das ist natürlich auch, kann man ja positiv ja immer wenden, dass es natürlich irgendwo diese Debatten gibt. Aber Sie können sich auf ganz verschiedene Legitimationsquellen verweisen. Sie können sich nicht auf eine verbindliche Ebene zurückziehen und sagen, wir haben diese und jene Position. Das ist ein Vorteil eine Zeit lang gewesen, weil sie nämlich dann als Projektionsfläche auch funktioniert haben. Man sagen konnte, boah, sozialpolitisch passt uns einiges nicht, warum jetzt mal nicht Piraten ausprobieren? Und dann hätte man natürlich nachlegen müssen und hätte dann auch so etwas wie Grundeinkommen entwickeln müssen. Wie soll das aussehen? Für wen soll das gelten? Und natürlich auch, soziale Frage ist ja nicht nur irgendwie Grundeinkommen, sondern was ist denn eine piratige Gesundheitspolitik, eine piratige Pflegepolitik, eine piratige, von verschiedensten Bereichen im Bildungsbereich etc. Das hätte man Arbeitsmarktpolitik, das hätte man alles durchdeklinieren können, fand aber letztlich nicht statt, weil man ja auch andere Themen diskutiert hat und da kommt dann wieder dieses Schließungsmoment aus der Piratenbubble. Man findet bei den Piraten selber ein paar andere Themen wichtiger, als das, was zum Teil die Wähler wichtig finden. Andere Parteien würden sich dann auf einem Parteitag auch dazu zwingen, zu bestimmten Themen sich zu verhalten. Piraten müssen das nicht. Mit einem Mehrheitsbeschluss können sie am Anfang gleich alles wegdrücken, was sie nicht interessiert. Glauben Sie denn, dass diese ständige Mitgliederversammlung dem wirklich abhelfen könnte? Da wird jetzt ja drüber diskutiert und auf dem nächsten Parteitag wird es ein großes Thema sein, ob man also permanent online nicht alles beschließen kann, aber eben zum Teil auch Programmbeschlüsse fassen kann. Also ich bin da skeptisch, weil ein großes Versprechen oder das große Versprechen der Demokratie ist ja eigentlich die Beteiligung aller. Und zwar die reale Beteiligung aller. Was wir feststellen können bei den Piraten, aber auch bei anderen Formen von Online-Beteiligung, von Basisbeteiligung und Ähnliches, sie erreichen letztlich nicht die Zeitarmen, sondern Peter Glotz hat das mal für die SPD formuliert, die SPD sei eine Partei der Zeitreichen, also vereinfacht gesagt, wer in der Lage ist, in alle Vorstandssitzungen, in alle Ortsvereinsversammlungen zu gehen, in alle Delegiertenversammlungen, der sammelt quasi Payback-Punkte und tauscht die dann irgendwann mal gegen Ämter ein. Und dafür müssen sie möglichst ortsgebunden sein, dürfen nicht flexibel von einem Ort zum anderen, also all das, was heute Lebensrealität jüngerer Leute irgendwie ist, da dürfen sie nicht machen, dann können sie nicht Politik machen. Und das Problem ist, sie brauchen, um diesen Debatten und Ähnlichem zu folgen in irgendeiner Form, brauchen sie auch immens viel Zeit. Und diese Zeit haben nicht alle, und da kann man sagen, ja, gibt doch jetzt diese tollen mobilen Dinger, dafür haben auch nicht alle Zeit, die bestimmten Tätigkeiten nachgehen. Und das ist natürlich ein Problem. Sie erreichen nur einen bestimmten Teil von Leuten. Und insofern könnten Sie zwar dann fortlaufend Beschlüsse fassen, nur wie verbindlich werden die tatsächlich sein, weil viele werden gar nicht mitgekriegt haben, dass hier dort oder dort etwas beschlossen ist, zumal es ja auch verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Dinge zu verstecken. Und deswegen gibt es ja auch zum Beispiel die Entwickler dieser Software Liquid Feedback, die sagen ja zum Beispiel auch, Stimmungsbilder erheben ist alles eine prima Sache, aber um Gottes Willen fast keine verbindlichen Beschlüsse, weil da gibt es ein paar Dinge in der Demokratie, die dann doch auch anders laufen. Die Datenschutzdebatte spielt da eine Rolle. Das sind aber alles jetzt so Randaspekte, die da natürlich noch erschwerend hinzukommen. Ist das eine Elitenpartei, Frau Reda? Absolut nicht. Also ich glaube, die Piratenpartei ist die Partei, die es am allerstärksten schafft, eben genau diese Probleme zu umgehen. Also einmal das Problem der Ortsgebundenheit, also dass man diese Ochsentour durch den eigenen Orts- und Kreisverband machen muss. Also ich, die ich ja auch in der Zeit, die ich in der Piratenpartei bin, eine Weile lang in Rheinland-Pfalz war, eine Weile lang in Hessen war, auch mal für 3 Monate in Berlin war für ein Praktikum, habe festgestellt, dass es eigentlich eher förderlich ist, mobil zu sein, wenn man bei der Piratenpartei aktiv ist. Also dass es auf jeden Fall diese starke Problematik, dass man sich im eigenen Kreisverband einen Bekanntheitsgrad verschaffen muss und sich von dort nach oben arbeiten, dass eben das durch diese offenen Strukturen und durch die Partizipation im Internet überhaupt nicht der Fall ist. Eher im Gegenteil. Wenn ich noch kurz, sonst vergesse ich die anderen Punkte. Und genau dieser Punkt mit der Zeitelite, also dass man, dass die das Sagen haben, die am meisten Zeit investieren. Das ist ja ein Problem, das wir mit der Liquid Democracy angehen. Also dass wir eben sagen,
Es soll Möglichkeiten geben zur Delegation von Stimmen. Das ist natürlich auch ein umstrittener Punkt bei der ständigen Mitgliederversammlung, wo es eben wirklich um verbindliche Entscheidungen gehen soll. Aber dass wir grundsätzlich eben damit experimentieren, dass man seine Stimme dynamisch delegieren kann und eben ja so weit mit der eigenen Zeit partizipieren kann, wie man das selber schafft, aber eben auch differenziert delegieren kann, dass man sagen kann, okay, diese Person vertritt mich im Thema Urheberrecht und eine ganz andere Person vertritt mich im Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Was diese Frage angeht, also dass das Wirtschaftsprogramm und auch das BGE noch relativ schwammig ist, da stimme ich zu. Aber ich glaube, man muss auch die Situation dieser Themen innerhalb der Piratenpartei sich anschauen. Das BGE ist zwar ein ganz wichtiges Thema in der Piratenpartei, aber es ist eben nicht der Grund, warum sich die Piratenpartei gegründet hat. Das Thema ist seit 2010 für die Piraten wirklich relevant. Das ist ein extrem kurzer Zeitraum. Also, dass nach 2 Jahren noch kein dass eine Partei, die sich aus anderen Gründen zusammengefunden hat, nach 2 Jahren noch kein sehr ausgearbeitetes Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen vorlegt, das finde ich eigentlich relativ verständlich. Und ich finde es auf der anderen Seite bemerkenswert, dass sich aus einer Partei, die eigentlich keinen solchen sozial- und wirtschaftspolitischen Hintergrund hatte, sich überhaupt dieser Konsens gefunden hat, in diese Richtung wollen wir gehen. Und ich organisiere ja die Open Mind Konferenz und was da ganz spannend ist, ist, dass man immer an den Einreichungen im Vorfeld, also es funktioniert ja so, wir veranstalten diese Konferenz und rufen Mitglieder und auch externe Kritiker auf, Themen einzureichen, über die sie auf der Open Mind sprechen wollen. Und was bisher eigentlich jedes Jahr passiert ist, dass man anhand der Einreichungen schon im Vorfeld sehen kann, welche Themen in Zukunft ganz groß werden. Also das war einmal diese ganze Datenschutz-Post-Privacy-Debatte, das war noch lange vor dem Buch von Julia Schramm, dass wir ganz viele Einreichungen zu diesem Thema bekommen haben. Im letzten Jahr war das die Gender-Frage, da haben wir ganz viel zum Thema Feminismus bekommen. Und jetzt ist vor 2, 3 Wochen dieser Beitragsaufruf für die Open Mind dieses Jahr gestartet und da bekommen wir ganz viel zum Thema Arbeit und Wirtschaft. Und ich glaube, dass diese Diskussion jetzt gerade bei den Piraten ganz stark an Bedeutung gewinnt. Vielleicht nochmal die Frage der Zeit reichen und nochmal ein bisschen zu differenzieren. Also ich glaube, wo Sie recht haben, ist die Flexibilität der Strukturen macht es leichter, von einem Ort zum anderen zu wechseln als in anderen Parteien. Aber wenn wir das Ideal der klassisch verfassten Organisationen uns anschauen, da, wo ja vieles nicht funktioniert, das stelle ich mal außen vor, aber ich setze das erstmal als Idealtyp dagegen, dann ist jemand, sagen wir mal, Mitglied einer Partei in Emden und letztes Jahr Niedersachsen Landtagswahl, der würde im Idealfall in einer normal hierarchisch verfassten Partei, hätte der seinen Einfluss hinreichend schon mal wahren zu können, um beteiligt zu sein, muss der zu seinem Ortsverband hingehen, Emden, was weiß ich was, Nordstadt, wählt seine Delegierten, diskutiert über bestimmte Fragen und die Delegierten nehmen dann diesen Willen mit. Der kann also mit theoretisch einer Sitzung im Idealfall das abdenken. Wenn er bei den Piraten aktiv sein wollte, musste der Folgendes letztes Jahr machen. Der musste zu einer Aufstellungsversammlung nach Nienburg fahren, sich 2 Tage lang das anhören, die Versammlung wurde hinterher angefochten, durfte dann 7 Wochen später zu einer Aufstellungsversammlung nach Wolfenbüttel fahren, die nach 2 Tagen es geschafft hat, einen Wahlgang zustande zu bringen und musste dann nochmal 6 Wochen später nach Delmenhorst fahren, um den Rest der Versammlung hinzukriegen. Daneben musste er seinen Vorstand wählen, dafür musste er nach Osnabrück fahren, auch ein ganzes Wochenende, und musste zusätzlich noch ein Wochenende damit umbringen in Celle, auch 2 Tage, um das Landesprogramm zu machen. Wenn er dann noch auf Bundesebene mitmischen wollte, musste er noch nach Neumünster fahren und nach Bochum. Das war nun vorteilhaft, dass es beides in Norddeutschland war. Das heißt, wir haben schon mal 7 Wochenenden, nur um den basisdemokratischen, um überhaupt hinreichend beteiligt zu sein. Und da sind noch nicht die Stammtische vor Ort dabei. Da ist noch nicht mal reingucken bei Liquid Feedback, was da diskutiert wird. Da ist noch nicht das Lesen von 150 Mails, die täglich auf der Mailingliste alleine des Landesverbands Niedersachsen kommen. Und die 250 Tweets, die allein die Bundesvorstandsmitglieder pro Tag absetzen, die sind da auch noch nicht gelesen. Also ich würde schon sagen, das ist schon relativ zeitaufwendig. Da möchte ich jetzt aber mal gerade kurz einwerfen. Also die Möglichkeit, dass es diese Möglichkeiten gibt, ist ja keine Verpflichtung, genau das zu tun.
Wir haben Mitglieder, die interessieren sich nicht dafür, zum Beispiel Vorstände mitzuwählen, die interessieren sich eher dann dafür, bei Programmparteitagen teilzunehmen. Wir haben Mitglieder, die sind nur kommunal aktiv, die wird man auf Landes- oder auf Bundesebene auf Parteitagen höchstens dann sehen, wenn sie direkt vor der Haustüre stattfinden. Bei den anderen Parteien ist ganz schlicht so, es gibt diese Möglichkeiten nicht. Sie können einem Delegierten irgendwas mitgeben, wenn sie Glück haben, berücksichtigt der das auch. Wenn nicht, da hat man halt Pech gehabt und damit erschöpft sich bereits die gesamte Mitwirkungsmöglichkeit, weil sie haben keine Möglichkeit, auf Bundesebene Anträge an Parteitag zu stellen. Sie haben keine Möglichkeit, die Landesliste selber mitzuwählen, sich selber die Kandidaten auszuwählen, die sie gerne wählen. Sie können ihrem Delegierten halt sagen, na gut, bitte wähl den. Wenn sie Pech haben, dann hat er halt einen anderen Favoriten und dann läuft es halt anders ab. Also diese Möglichkeiten mit einer Last zu vergleichen, finde ich, das dreht eigentlich gerade das Prinzip um. Zum anderen sollte man auch berücksichtigen, wenn man gerade am Beispiel Niedersachsen das schildert. Niedersachsen ist das größte, mit Abstand größte Bundesland und ist äußerst dünn besiedelt, verglichen jetzt mit anderen Ländern. Dass wir die Parteitage versuchen, immer möglichst zu rotieren, das haben sie jetzt gerade ein bisschen eher gegen uns ausgelegt. Und dass in Niedersachsen dann durch ja sicherlich peinliche Fehler dann 2,5 Aufstellungsversammlungen stattgefunden haben. Das ist sicherlich auch eine lokale Spezialität gewesen. Also in NRW wurde die Landesliste auf Anhieb aufgestellt und da hat es dann auch reibungslos funktioniert. Es ist nur ein Wochenende gewesen. Die hatten auch nur einen Programmparteitag in der gesamten Landtagswahlzeit. Also ich glaube, man muss ja schon differenzieren. Und dieses Grundproblem, wenn jemand nun mal nicht die Möglichkeit hat oder auch nicht die Bereitschaft mitbringt, relativ viel Zeit in Politik zu investieren, dann wird er in keiner Partei die Möglichkeit haben, das zu machen. Bei uns ist aber der Unterschied, dass es zumindest mal die Möglichkeit gibt, sich auch teilweise zumindest einzubringen, ohne das Haus zu verlassen. Dadurch, dass die Veranstaltungen öffentlich übertragen werden, dass die live gestreamt werden, haben sie die Möglichkeit, das mitzuverfolgen und dann gleichzeitig ihre Kinder zu beaufsichtigen. Dass sie die Möglichkeit haben, Gemeinderatssitzungen, sind die meisten Leute schon überfordert. Sie können da einfach nicht hingehen. Wenn sie abends um 18 Uhr heimkommen, zu der Zeit die Gemeinderatssitzung anfängt, sind sind Eltern faktisch schon mal von vornherein an der Teilnahme gehindert. Wir sorgen dafür, dass unsere Sitzungen übertragen werden und man nebenher das Essen kochen kann und dann sozusagen politisches Radio hören. Das sind kleine Schritte, aber das ist unter dem Gesichtspunkt, die Barrieren zu reduzieren, ist es immens wichtig. Und das vergrößert auch dann die Zahl der Leute, die sich innerparteilich überhaupt einbringen können. Das ist bei anderen Parteien dieser Form schlicht und ergreifend nicht gegeben. Das ist natürlich jetzt die Beteiligung. Wir wollen auch gleich nochmal zu den Wählern kommen, denen das ja offenbar, also das ist für die ja nicht so wichtig. Vorher möchten Sie noch was zu diesem Thema sagen, Herr Münchsberg? Also mir fällt nur Folgendes auf, es ist ja nicht das erste Mal, dass Herr Klecher und ich auf dem Podium mit Piraten zusammensitzen. Und diese Diskussionen nehmen dann doch immer wieder einen ähnlichen Verlauf. Also sowohl Herr Klecher als auch ich weisen in sympathisierender Form, wie Sie gemerkt haben, also auf Probleme hin, die Sie haben, die Sie auch in die Schwierigkeit versetzen, sie noch zu lösen bis in einem bestimmten Zeitraum und die... Also so weit reichen, dass ihr Einzug in den Bundestag gefährdet ist. Und dann kommen sie immer wieder her und antworten, ja, eigentlich haben sie ja recht, aber wir wollen das so. Wir wollen diese Probleme eben haben und wir sind so organisiert, wir sind so drauf und deswegen läuft das so. Und sie erklären uns immer wieder ihre Langsamkeit. Gut, wir haben es analysiert, sie erklären uns, sie müssen die Folgen tragen. Wir weisen sie immer wieder auf die Folgen hin, dass das genau Struktur- und Personalprobleme sind, die Sie wahrscheinlich um den durchaus verdienten Einzug in den Deutschen Bundestag bringen. Deswegen finde ich Ihre Reaktionen immer auf Beiträge, die wir machen, auch etwas unterkomplex. Sie befinden sich ja uns gegenüber nicht in einer Rechtfertigungssituation, sondern wir sind eher als Politikwissenschaftler und Berater geneigt, mit einem bestimmten Blick auf das, was an Wahlen und politischen Ereignissen vor uns steht, uns konstruktiv mit den Piraten auseinanderzusetzen. Und im Grunde reagieren sie immer blockierend. Auch an einem Punkt, wenn ich Ihnen also gewissermaßen einen Ball hinwerfe und sage, auf europäischer Ebene gehören Sie aus meiner Sicht zur Großfamilie des Sozialen und Demokratischen, was schlicht nicht bestreitbar ist. Sie sind sozial, Sie sind demokratisch. Wenn ich Ihnen sage, Sie gehören auch in irgendeiner Weise zu einer sozialliberalen Familie, Sie sind sozial und Sie haben was mit der Freiheit am Hut. Wenn wir analysieren, dass Ihre Grundhaltung, also ne, jeder kennt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das ist die Linke, Gott, Vaterland, Heimat, das ist die Rechte. Wenn man Ihre Wertetriade an dem Punkt nimmt, dann haben Sie auf der normativen Ebene Freiheit, Demokratie, Teilhabe.
Bitteschön, das ist sozial und liberal. Und wenn man es jetzt im Sozialdiskurs nimmt, dann haben Sie die Triade Arbeit, Freiheit, Teilhabe. So, da ist mehr noch ein sozialer Einschlag drin. Aber beides sind Grundorientierungen und Grundnormen, die Sie, und das sage ich ja jetzt hier bei der IG Metall wohlgemerkt, die Sie einordnbar machen in diese große soziale und demokratische Parteienfamilie in Europa. Warum Sie sich dagegen immer sperren, ist mir völlig unerfindlich. Und das sind Sie auch, obwohl es nicht stimmt, was Sie sagen, dass Sie so homogen sind. Wenn Sie das Internet, wo Sie kommunizieren, Ihre interne Kommunikation, Ihre Kommunikation in den öffentlichen Foren, wenn man das nimmt, sind Sie die heterogenste Partei, die wir in Deutschland haben. Bei Ihnen reden auch immer noch Rechte mit und Linksradikale, die den Kommunismus hochhalten in ihrer Veranstaltung. Das heißt, Sie haben ein sehr breites kommunikatives Spektrum. Deswegen sage ich ja auch, bei Ihnen liegt so viel an Stoff vor, um eine Programmatik daraus zu machen. Aber im Kern sind Sie trotz dieser größeren Pluralität, als Sie das eben behauptet haben, sozial und demokratisch, was sonst und wieso wehren Sie sich dagegen? Ganz kurz möchte ich da einhaken, Sie dürfen gleich. Ich will ja sozusagen die Piratenposition mal ganz kurz vertreten, weil wenn Sie aber sagen, so und so müsste es sein, es müssten mächtigere Personen an der Spitze stehen und müssten das durchsetzen, dann schreiben Sie ja sozusagen der Piratenpartei ihre Eigenständigkeit ab, die sie ja gerade auszeichnet. Sie fordern sozusagen eine klassische Parteistruktur im sozialliberalen Spektrum. Entschuldigung, es ist keine Forderung, sondern ein sehr dezidierter Hinweis auf die Entstehungsbedingungen anderer Formationen. Aus denen kann man nur lernen oder nicht. Man kann sich darüber Gedanken machen oder nicht. Ich weise nur darauf hin, dass die Formation, die ich von A bis Z kenne, nämlich die Partei der Grünen, unter bestimmten Bedingungen entstanden ist, übrigens auch unter der Bedingung des hochgradigen Geldmangels. Also das ist ja ein Mythos, zu glauben, die Grünen hätten mehr Geld gehabt. Die Grünen waren am Anfang auch nur eine Wirtshauspartei und sind in den Hinterzimmern konzipiert worden. Und bei dem Ankauf des Hauses Wittgenstein, also dieser ersten großen Wurf der Grünen, war ich selber beteiligt. Also das waren große, schwierige Geschichten und das Geld war nie das Entscheidende bei den Grünen, sondern das Entscheidende ist gewesen, was wirklich ein Problem ist, der Vorlauf. Bürgerinitiativbewegung, 68, solche, darauf können die Piraten in der Tat nicht rekurrieren, das muss man einbeziehen in die Entstehungsgeschichte einer Partei. Natürlich ist es den Grünen leichter gefallen, aufbauen auf den ganzen Erfahrungen der APO-Kämpfer und AStA-Vorsitzenden, die dort eine Rolle gespielt haben, und dann eine Partei und eine Bundestagsfraktion aufzumachen. Das fehlt den Piraten, wodurch sie das kompensieren können, welches funktionales Äquivalent da vorliegt, weiß ich nicht. Es bedarf sicherlich eines, aber an dem Punkt, dass man Personal braucht, die eine innerparteiliche Auseinandersetzung unter heterogenen Bedingungen und offen nach vorne wirklich durchstehen kann, führt meiner Meinung nach wirklich nur kein Weg vorbei. Und dem müssen Sie sich stellen als Frage selber. Wenn ich vielleicht gerade dazu Stellung nehmen kann, warum ich mich gegen diese Einordnung in der sozialdemokratischen Parteifamilie wäre, wenn Sie sagen, die Piratenpartei ist sozial und demokratisch, dann stimme ich Ihnen vollkommen zu, aber das ist eine andere Aussage, als zu sagen, die Piratenpartei ist sozialdemokratisch. Die Sozialdemokratie. Ja, naja, wenn Sie sagen, in die sozialdemokratische Parteifamilie, dann sagen Sie. Sicher, also es ist nicht so, dass ich die Piratenpartei nicht für sozial oder nicht für demokratisch halte, aber die Sozialdemokratie definiert zu einem ganz großen Teil die Lebensgestaltung und das Lebensglück eines Menschen über seinen Arbeitsplatz. Und genau von dieser Vorstellung bewegen sich die Piraten weg. Ja, der Diskurs über Arbeit ist bei den Piraten ganz wichtig, aber die Vollbeschäftigung ist nicht das Ziel, sondern die Selbstverwirklichung ist das Ziel. Und da unterscheiden sich die Piraten einfach ganz stark von der klassischen Sozialdemokratie und natürlich auch, was die Parteistruktur angeht, weil gerade die SPD, in der ich ja auch einige Jahre Mitglied war, ist eine extrem hierarchisch organisierte Partei und ist an der Stelle wirklich mit der Piratenpartei einfach überhaupt nicht zu vergleichen. Und deshalb tue ich mich mit diesem Vergleich schwer. Aber ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass die Piratenpartei eine sozialliberale Partei ist. Ja, da kann ich eigentlich nur sagen, was Julia sagt. Ich möchte auf einen anderen Punkt eingehen, den Sie gerade genannt haben. Sie haben gesagt, dass ich behauptet hätte, die Piraten seien homogen und wir seien in Wirklichkeit pluralistisch. Das habe ich nicht gesagt gehabt. Ich gebe Ihnen absolut recht, wir sind mit Sicherheit sehr pluralistisch. Ich habe gesagt aber, dass die, wie wir ticken,
Das liegt sehr nah beieinander. Dass wir eben zum Beispiel dieses pluralistische Akzeptieren, dass wir eben nicht die Leute dann dazu zwingen, alle einem bestimmten Typus sozusagen anzugehören, sondern dass wir akzeptieren, dass hier Leute mit unterschiedlichsten Lebensbildern, mit unterschiedlichsten Tätigkeiten, auch unterschiedlichsten Auftreten, Kleidung und so weiter in der Partei sich wohlfühlen. Das ist der entscheidende Punkt, der uns eint. Dass hier ein Anzugträger mit einem Latzhosenträger dann eben sich austauscht und ähnliches. Und dass ich glaube, das ist in dieser Form das, was eben in den Medien dieses Süddeutschland versus Berlin dann, das stimmt schlichtweg nicht. Wo ich entschieden widersprechen muss, ist, wenn Sie sagen, dass bei uns ja auch bestimmte Gesinnungen, insbesondere Rechtsextreme, irgendwo Platz hätten. Es ist ein großer Unterschied zwischen, dass wir rechtlich Probleme haben, solche Leute loszuwerden, Stichwort Parteiausschussverfahren. Es ist äußerst schwierig, ein Parteiausschussverfahren tatsächlich durchzuziehen. Da haben auch zum Beispiel die SPD hat da mit einer gewissen Person, die hier in Frankfurt nicht unbekannt ist, auch schon zweimal, glaube ich, erfolglosen Anlauf genommen und der ist immer noch in dieser Partei. Wir haben bereits mehrere solche Verfahren, wenn auch in den Medien wenig wahrgenommen, erfolgreich abgeschlossen. Leider sind noch ein paar Leute übrig, wo wir uns auch ernsthaft bemühen, die loszuwerden. Aber entscheidend ist, dass diese Leute in der Partei wirklich flächendeckend abgelehnt werden, mit ihren Ideen nicht die geringsten Chancen haben zu landen. Das zeigt ja nicht zuletzt dieser Antrag, der in Neumünster gestellt worden ist, dass solches Gedankengut bei uns schlicht keinen Platz hat und der einstimmig dort angenommen wurde, weil das, was auch für uns eine reine Selbstverständlichkeit ist. Und abschließend möchte ich noch ein Wort sagen zum Thema Geld und Grüne. Da muss ich leider auch widersprechen. Die Parteienfinanzierung wurde übrigens auch unter Mitwirkung der Grünen seither geändert. Es gibt seit einiger Zeit die sogenannte relative Obergrenze. Früher war es einfach so, da haben sie nach Wahlerfolgen haben sie dann Geld bekommen. Heute ist es so, dass sie zusätzlich Eigeneinnahmen nachweisen müssen in entsprechender Höhe. Das war früher mal nicht der Fall. Das führt angesichts dessen, dass wir unsere Wahlerfolge 2011, 2012 mit unglaublich geringen Mitteln erzielt haben, dazu, dass wir sozusagen zu viel Erfolg für zu wenig Geld hatten und dementsprechend schlichtweg die uns eigentlich zustehenden Mittel der Parteienfinanzierung nicht ausschöpfen können, während aber gleichzeitig die Ansprüche an uns über die gewachsene Organisationsstruktur, über die Medien, die auf uns einprasseln, genauso wie damals bei den Grünen eben nochmal eine andere Dimension vorgestoßen sind. Hätten wir die damalige Parteienfinanzierungsstruktur der Grünen, die ab ihrem ersten Bundestagseinzug spätestens oder ab der ersten Bundestagswahl, wo sie teilgenommen haben, völlig andere Dimensionen von Mitteln hatten in Relation zu ihrer Parteigröße, als wir das haben, dann hätten wir allein im letzten Jahr mehr als 1 Million mehr bekommen. Und wenn man das wiederum ins Verhältnis setzt dazu, dass auf Bundesebene das Budget letztes Jahr 300.000 Euro war, dann ist das eine andere Welt. Insbesondere, weil diese Millionen dann zum Beispiel für, Sie haben es angesprochen, professionelle Strukturen, das erfordert zum Beispiel Personal. Wir haben derzeit eine Person, die ein eher moderates Vollzeitgehalt bezieht und eine geringfügig Beschäftigte. Das war's. Das ist die gesamte Angestelltenstruktur der Piratenpartei insgesamt. Wir haben in vielen Landesverbänden noch nicht mal ein Büro, weil wir uns das nicht leisten können. Das würde sich durch, oder hätten wir die damalige Struktur der Grünen, was die Parteienfinanzierung angeht, dann würde sich diese Frage schlichtweg nicht stellen, weil mit 10.000 Euro können sie überall schon ein Büro anmieten, zumindest mal ein kleines. Ich glaube, in Hessen haben wir jetzt seit wie vielen Wochen, seit 8 Wochen oder sowas, überhaupt erst eine Geschäftsstelle. Und Hessen ist ein Landesverband mit, ich glaube, an die 2.000 Mitgliedern oder so. Wenn Sie jetzt darüber sprechen, was Ihre Probleme sind, sozusagen die Defizite, für den Wahlkampf eignet es sich ja nicht zu sagen, wenn wir mehr Geld hätten, wären wir doch viel besser, wenn es so wäre wie bei den Grünen. Was ist, Sie sind als Wahlkampfmanager sozusagen der Piraten, was haben Sie da vor, was wollen Sie da machen? Also wir werden da genau das, was unsere Stärke eigentlich ist, wir haben es gelernt, ohne Geld arbeiten zu müssen. Das heißt, wir setzen eben dann eher auf das Engagement der Mitglieder. Wir haben definitiv die größte Aktivierbarkeit der Mitglieder. Deshalb sieht man auch jedes Mal, wenn man in der Fußgängerzone die Infostände anguckt. Piraten sind traditionell die Letzten, die also viele Stunden, nachdem alle anderen schon weg sind, dann ihren Stand dann irgendwann doch abbauen. Und dieses Engagement, diese Begeisterung, die Leute auch jedes einzelne Mitglied auf der Straße rüberbringen, das ist das, was die Menschen überzeugt. Aber was für Themen? Das ist ja nur die Art und Weise. Aber das ist aber extrem wichtig. Das ist das, was die Leute überzeugt im Wahlkampf. Das ist immer wieder zu bemerken, wenn die Leute sehen, die schieben da nicht nur ihre Schicht, die sind nach ein paar Stunden halt, wo sie dann auf die Uhr gucken nebenher und dann die Bürger eher ignorieren, sind die wieder weg, sondern unsere Mitglieder stehen da voll dahinter.
Aber daneben steht dann die AfD mit ihrem Stand und hat also ganz klare Themen. Das könnte, glaube ich, schwierig werden. Ja, die AfD hat ein Wahlprogramm, das mal eben kurz von oben herab sozusagen fast mit der Keule in der Hand stehend dann abgenickt wurde. Bei uns sind alle Punkte mindestens mit einer Zweidrittelmehrheit ins Bundesprogramm gekommen. Das ist also schon ein ganz kultureller Unterschied. Größer könnte der gar nicht sein. Und ob die AfD es schafft, ihre Mitglieder, die jetzt hier dann eben eingetreten sind, auch wirklich dazu zu bringen, auf der Straße Wahlkampf zu machen, das werden wir erst noch sehen. Das sind ja auch ehemalige Piraten, die sind das ja gewöhnt. Die Piraten, die übergetreten sind, sind bei uns nicht durch übergroßes Engagement aufgefallen. Und bei einigen sind wir sehr froh, dass die jetzt endlich die Partei verlassen haben. Aber ich, zum Thema Themen möchte es ja nicht komplett ignorieren. Also wir haben jetzt sehr viel über das Thema Grundeinkommen und ja überhaupt soziale Themen gesprochen. Aber ich glaube, was gerade in diesen Tagen wieder sehr viel stärker wahrgenommen wird, unsere Kernthemen. Ich sage jetzt mal alles rund um Internet. Das hört sich jetzt ein bisschen plakativ an, aber so Dinge wie zum Beispiel, dass jetzt hier die Netzneutralität durch die angekündigte Drosselung der Telekom ganz grundlegend angegriffen wird. Das ist ein Thema, das Tausende, wahrscheinlich Millionen Leute jetzt persönlich betrifft, weil sie eben davon auch in ihrem Alltag als Smartphone-Besitzer und Benutzer getroffen sind, weil sie daheim eben gewohnt sind, auch zum Beispiel, hat man noch gar nicht drüber gesprochen, man hat heute, also ich jedenfalls, keinen Fernseher mehr, man guckt dann eben gegebenenfalls, wenn man schon GEZ zahlen muss, dann eben über Internet dann eben mal ab und zu fern und zieht dann eben entsprechende Datenvolumen und künftig könnte man das einfach nicht mehr tun. Man kann also die vorhandene Grundversorgung, für die man sogar noch zahlt, kann man nicht nutzen, weil die Telekom die Leitung drosselt. Ein anderes Thema ist die Bestandsdatenauskunft. Wir haben gerade diese Woche eine Massenklage gegen die Bestandsdatenauskunft gestartet. Zur Erinnerung, dass dieses Thema überhaupt auf der Agenda steht, liegt nur daran, dass Patrick Breyer, unser Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein, vor längerer Zeit gegen die alte Bestandsdatenauskunft, gegen das entsprechende Gesetz geklagt und vom Bundesverfassungsgericht gewonnen hat. Das heißt, es ist überhaupt uns zu verdanken, dass überhaupt jetzt dieses Thema nochmal wieder auf die Agenda gekommen ist. Das Leistungsschutzrecht, auch das ist ein Thema, das ist vielen Leuten ist es eher sperrig, aber es betrifft alle Leute, die im Internet irgendwo in irgendeiner Form veröffentlicht tätig sind. Das kann möglicherweise sogar Tweetschreiber, also Facebook- oder Twitter-Nutzer treffen. Auf jeden Fall aber jeden, der bloggt, kann hier plötzlich dann von entsprechenden Abmahnungen getroffen werden. Das heißt, das sind Themen, die mit unseren Ursprungsthemen eng verwurzelt sind. Und ich habe gerade nur drei Beispiele genannt, die momentan aktuell sind und die im Wahlkampf mit Sicherheit eine Rolle spielen werden. Herr Hönigsberger, sind das die Themen, die die Wähler elektrisieren? Also, dass das Themen sind, wenn Sie die Piraten nicht ansprechen würden, würden Sie einen substanziellen Fehler machen. Das ist die eine Seite. Natürlich sind das Ihre Themen und Sie müssen sie im Wahlkampf bringen. Aber ob das die Themen sind, die meinetwegen gegenüber dem Thema der AfD, also diese ganzen Euro-Debatte, standhalten oder gegenüber dem Thema, wollen die Wähler einen Machtwechsel oder nicht. Wenn Sie mit Themen kommen, müssen Sie das doch immer in einer Konstellation jetzt mit der Frage kombinieren, mit wem zusammen wollen wir das machen im Bundestag? Bloß, dass wir drin sind als Partei, weil wir so eine schöne Forderung aufstellen können zu dem Thema, ist vergleichsweise uninteressant und irrelevant. Wenn das mit der Wichtigkeit der Themen so stimmen würde, wie Sie das jetzt anziehen, dann müssten die Grünen bei dem ersten Bundestagswahlkampf 40% gehabt haben, denn Ökologie war wichtig. Und zwar noch wichtiger fast womöglich wie das, was Sie jetzt sagen. Auf die Wichtigkeit von Themen kommt es nur punktuell an und man muss schon die Themenfrage so diskutieren, sind das zündende Themen, sind das Themen, die die Massen bewegen und da habe ich meine Zweifel, weil die These, nur weil man persönlich betroffen ist, wählt man auch die Partei, die unmittelbar diese persönliche Betroffenheit aufgreift, die ist schlicht falsch. Dann müssten viele Wahlen in Deutschland völlig anders gelaufen sein, als wenn man nur mit diesem Betroffenheitsargument kommt. Deswegen stehen Sie auch vor einer strukturell anderen politischen Frage, die geht so. Sind Sie imstande, Ihre Themen, wie zum Beispiel die ganze Netzfrage, mit dieser Machtfrage zu koppeln? Sind Sie imstande, eine klare Aussage zu treffen, wir sind für einen Machtwechsel in Deutschland? Oder gehen Sie mit einer Aussage in den Wahlkampf, das ist uns wurscht? So, das kann gut oder schlecht sein, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wenn eine Woche sich vor der Wahl herausstellt, dass die Sozis sowieso mit der Merkel wieder wollen, dann ist Ihre These, es ist eigentlich wurscht,
Sehr gut, dann kommen Sie möglicherweise hinein. Wenn aber ein Machtwechsel ansteht und Sie stellen sich heraus als jemand, der dort möglicherweise sogar ein Hemmschuh ist, dann nützen Ihnen Ihre Themen überhaupt nichts. Deswegen müssen Sie schon gefälligst Ihre thematischen Aussagen mit dieser Machtfrage koppeln. Das haben übrigens die Grünen auch sehr schmerzhaft lernen müssen. Ich möchte nur zwei Sätze erwidern. Zum einen möchte ich darauf verweisen, was in der Studie steht. Wir haben mit einem Altersdurchschnitt von 33,6 Jahren mit Abstand die jüngste Wählerschaft aller Parteien gehabt. Und mit Verlaub, was Sie gesagt haben, dass dieses Thema Drosselung und sowas, das würde jetzt nicht irgendwo die Leute bewegen. In unserer Generation ist das aber so. Das ist einfach nur mal eine Tatsache. Wenn Sie auf der Republika, wo ich gerade heute Morgen noch gewesen sind, da laufen Tausende von diesen Leuten rum und das ist nur diese eine Veranstaltung. Das ist für die Leute, die gewohnt sind, Internet als Flatrate nutzen zu können, für die das Teil ihres Lebens ist, auch ihres Lebensgefühls, ihrer Lebensqualität, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Persönlich bewegen kann, selbstverständlich bewegt das übrigens nicht nur Ihre Generation. Ich meine, mit dieser Gigabyte-Frage muss ich mich da auch herumschlagen, wenn ich das Netz nutze. Also bewegt mich das aus? Die Frage ist doch, bewegt das Leute, eine Wahlentscheidung zu treffen zu ihren Gunsten oder stehen da andere Fragen noch im Vordergrund bei der Wahlentscheidung? Und da würde ich behaupten, auch in Ihrer Generation werden noch andere Fragen als bloß die Netzfrage wahrgenommen. Es hat bereits 2009 fast 1 Million Menschen so sehr bewegt, dass sie uns gewählt haben und das, obwohl unser Bekanntheitsgrad damals höchstens bei 50%, das ist sehr optimistisch geschätzt gewesen ist. Zwischenzeitlich ist aber die Bedeutung des Internet im Alltag eine völlig andere geworden. Also die Smartphone-Dichte ist heute einfach nur mal, damals gab es faktisch noch gar keine Smartphones, also jedenfalls nicht eine Verbreitung. Das heißt, diese Themen, die haben exponentiell an Bedeutung gewonnen, aber das war nur der eine Satz, den ich sagen wollte. Das andere ist, so Stichwort Machtwechsel. Sie haben gesagt, wir gehören in die Familie der sozialdemokratischen Parteien rein. Da müsste man aber, wenn man das behauptet, auch noch davon ausgehen, dass die SPD tatsächlich nur sozial und demokratisch ist. Wenn man sich anschaut, wer Hartz IV eingeführt hat, die meisten Menschen, die sehen in einem Machtwechsel in dem Sinne keine substanzielle Veränderung der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Und das ist ein ganz großer Punkt, den Sie da unterschlagen. Die Leute sagen, ob jetzt Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, Schwarz-Gelb hat die Atomkraft jetzt, den Atomausstieg dann mal eben kurz beschlossen, übrigens auch sehr schnell und ja, das ist in der Tat schneller als bei uns dann eben irgendwelche Programmpunkte verabschiedet werden, wenn Frau Merkel es im Alleingang macht. Rot-Grün hat die Sozialgängelei eingeführt. Die Glaubwürdigkeit in der Hinsicht ist gelinde gesagt gelitten. Und wenn man wirklich eine neue Art von Politik machen möchte, dann sehen die meisten Menschen einfach diese etablierten Parteien nicht als Alternativen. Und da haben wir zumindest mal, bieten wir die Chance, dass wir es besser machen. Wir bemühen uns jedenfalls bei allen Schwächen genau das zu tun. Es kommt nicht darauf, mit wem, weil ich glaube ganz ernsthaft, wer glaubt denn schon ernsthaft, dass irgendjemand mit uns zusammen bei den Ansprüchen, die wir an Transparenz, an Öffentlichkeit und dergleichen stellen, dass irgendjemand ernsthaft mit uns regieren möchte. Aber wichtig ist, dass wir diese Themen im Parlament vorantreiben können. Alleine das, wenn wir in Berlin reingekommen sind, hat dort eine ganz grundlegende Veränderung ausgelöst, was dieses ganze Thema, ja das Wort Transparenz, vor 2 Jahren war das ein Fremdwort in der Politik. Heute führt es jeder im Munde. Die meisten lügen, wenn sie es aussprechen. Aber dieses Thema ist jetzt nicht mehr aus der Politik wegzukriegen. Und das werden wir im Bundestag fortsetzen. Tatsächlich hat ja auch die AfD das Wort Transparenz für sich in Anspruch genommen. Und sperrt dann die Presse aus. Das war auch schon sehr spannend. Ja. Herr Klecher, 2/3, glaube ich, so ungefähr der Piratenwähler geben an, das aus Protest bisher getan zu haben. Steht, glaube ich, auch bei Ihnen in der Studie. Wandern die jetzt alle zur AfD, weil die Piraten sind jetzt verbraucht, abgenutzt? Also erstmal würde ich gerne ein bisschen jetzt aus diesem Normativen ja auch wieder herauskommen. Und da, glaube ich, lohnt es sich wirklich nochmal einen Blick auf die Zahlen und auf die nackte Empirie erstmal zu werfen. Das ist in der Tat so, 2/3 der Wähler geben an, sie haben die Piraten gewählt aus Unzufriedenheit mit anderen Parteien. Klammer auf, auch bei den anderen Parteien gibt es, selbst bei CDU und FDP, gibt es immer so einen Anteil von Leuten, die aus Unzufriedenheit herauswählen. Und wir beobachten ja seit 15 Jahren eigentlich so eine Wählerschaft, die doch zunehmend wählerischer geworden ist und die mit verschiedenen Dingen unzufrieden ist. Und die projiziert das dann auf verschiedene Parteien. In Deutschland ist es, glaube ich, nicht opportun, sich einer rechtspopulistischen Partei hinzuorientieren. Das ist auch ganz, sage ich mal, normativ. Das ist auch ganz gut so. Aber es gibt doch einen großen Suchprozess. Also die CDU bewegte sich 2-mal nahe der 50%. Da war viel Proteststimmung bei.
Die FDP hatte 15% bei der letzten Wahl. Da war auch viel Unzufriedenheit mit der Großen Koalition zusammen. Da spielen machtstrategische Fragen eine Rolle. Wir hatten den Hype um die Piraten gehabt, wir hatten das Hoch der Grünen gehabt. Und diese Wählerschaft ist sehr volatil, sehr, sehr am Wandern. Die gehen jetzt nicht mit fliehenden Fahnen zur AfD, das sind zum Teil auch andere Wähler. Also wenn wir da mal so einen Schnitt ziehen, ich sag da mal, also ich habe früher immer gesagt, so wer Protest wählen will und unter 40 ist, der hat sich für die Piraten entschlossen, wer älter war, der hat die Linke gewählt. Jetzt auf einmal haben wir Leute auch eher über 40, die bei der AfD anlanden. Das ist vielleicht eine etwas andere Gehaltsklasse als die Wähler dann bei der Linkspartei. Das sind sehr verschiedene Wählergruppen, die zum Teil zwischen wählen gehen und nicht wählen gehen erst einmal entscheiden. Und das eigentlich Interessante ist ja jetzt, wenn eine weitere Partei aufkommt, die dieses Protestpotenzial absorbieren kann, dann wird natürlich der Kuchen derer kleiner, die völlig indifferent aus Protest heraus wählen. Insofern, zu dem Zeitpunkt, als wir das Manuskript abgeschlossen hatten, war die AfD im Prinzip so noch nicht auf dem Plan, dass man das jetzt hätte einbeziehen können. Es gibt da mit Sicherheit keine große Schnittmenge, was jetzt erstmal die Wählerschaft angeht, aber es gibt natürlich ein Aufmerksamkeitsproblem, weil natürlich ein Teil dieser Protestprojektion, das kann jetzt die AfD auch ein Stück weit für sich absorbieren. Und ich glaube, das ist sozusagen das Schlüsselproblem all der Parteien, also von der FDP, den Grünen, der CDU und jetzt auch den Piraten. Da kriegt man eine Wählerschaft, die bestimmte Erwartungen, übrigens auch widersprüchliche Erwartungen hat, zum Teil völlig widersprüchlich zum Programm. Es gab letztes Jahr mal eine Erhebung, wo man gefragt hat, wer ist eigentlich fürs Betreuungsgeld? Alle Parteien, mehrheitlich sind die Leute dagegen, mit einer Ausnahme. Die Anhänger der Piratenparteien waren mehrheitlich fürs Betreuungsgeld, obwohl die Piraten das zumindest auch mal irgendwann dezidiert sogar abgelehnt haben. Also mit diesen widersprüchlichen Erwartungen muss man dann auch erstmal umgehen. Das kann auch nicht ganz aufgehen und das ist dann auch ein völlig normaler Prozess. Da muss man sich erstmal keine Sorgen machen, aber das Problem sozusagen struktureller Art ist, es nicht geschafft zu haben, für diese Protestwählerschaft Angebote zu machen, damit die bleiben. Denn das ist ja erstmal eine Entscheidung zu sagen, ich gucke die mir an und wähle die. Und da sind natürlich bestimmte Erwartungswerte auch nicht erfüllt worden, zum Teil auch, weil die Piraten, glaube ich, eine andere Vorstellung dessen hatten, wie man dann Politik macht, als das, was die Erwartung der Wähler ist. Stichwort ganz kurz Transparenz. Das erschöpft sich bei den Piraten in der Art, es gibt ja immer dann dieses, wir wollen echte Bürgerbeteiligung und Ähnliches machen. Das erschöpft sich aber im realen politischen Handeln. Es gibt ein paar Unterschiede zwischen den Fraktionen auch, das muss ich gleich dazu sagen, aber es erschöpft sich im Großen und Ganzen darin, wie binde ich die Parteibasis ein, weil da könnten ja alle mitmachen und wer als Bürger sich interessiert, der kann ja mal bei uns vorbeikommen. Es gibt weniger so ein aktives auf die Bürger zugehen und da hat man natürlich auch eine Erwartung erzeugt, die man nicht ganz hat erfüllen können. Wie gesagt, es gibt ein paar Differenzen. Also, dass die Protestwählerinnen und Wählern zu dem Zeitpunkt, wo wir bei Umfragen bei 13% standen, einen großen Teil davon sicherlich ausgemacht hat, da stimme ich zu. Aber ich wäre trotzdem vorsichtig, wenn man jetzt aus diesen Umfragen den Schluss zieht, dass das für einen Einzug für den Bundestag, dass die Piratenpartei da auf diese Protestwählerschaft angewiesen ist. Weil ganz ehrlich, dieses Konkrete, also wir haben ja in der Piratenpartei selber auch viele so Online-Umfragen und haben da auch unsere eigenen Erfahrungen, dass die Fragestellung bei Ergebnissen von Umfragen eine ganz große Rolle spielt. Und ganz ehrlich, wenn man fragt, haben Sie die Piratenpartei gewählt, weil Sie mit den anderen Parteien unzufrieden sind? Also ich habe die Piratenpartei auch gewählt, weil ich mit anderen Parteien unzufrieden bin. Aber das macht mich nicht zu einer Protestwählerin, denn was mich von einer Protestwählerin unterscheidet an der Stelle ist, dass ich gleichzeitig mit der Piratenpartei zufrieden bin und ihre politischen Ideen für sinnvoll halte und dass ich sie nicht wähle, um den anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen, sondern weil ich sie für die bessere politische Alternative halte und damit natürlich mit der Politik der anderen Parteien unzufrieden bin. Aber das ist eben keine Protestwählerschaft, sondern das ist einfach eine Entscheidung für eine politische Alternative, die sich einfach ganz stark inhaltlich von den anderen Parteien unterscheidet. Und irgendwo muss man sich dann auch fragen, also wenn es wirklich Leute gibt, die die Partei wirklich nur gewählt haben, um den anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen, möchte man die in die Parteistrukturen und in die inhaltliche Arbeit einbinden? Weil wenn da wirklich massive Differenzen zu den Grundwerten der Partei bestehen, also wenn das Leute sind, die zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung zustimmen, dann tun wir uns als Partei keinen Gefallen, wenn wir diese Leute in die inhaltliche Arbeit einbinden, weil sie uns einfach aus den falschen Gründen gewählt haben. Und
ja, der Einzug in Parlamente ist wichtig, aber der Einzug in Parlamente ist nicht so wichtig, dass wir bei der Mitgliederakquirierung in diesem Zuge unsere Grundwerte verlassen, weil wir dann nicht mehr die Partei sind, die, mit der wir in den Bundestag einziehen wollten. Ein ganz kurzer Hinweis, die Protestwählerschaft ist nicht nur aus diesem Indikator ableitbar. Wenn Sie sich das soziale Profil der Piratenwähler angucken, dann gibt es eine sehr hohe Deckungsfähigkeit zu dem, was wir im internationalen Vergleich als Protestwählerschaft kennen. 2/3 der Wähler sind männlich. Überhang von männlichen Wählern ist typisches Zeichen. Das heißt nicht, dass jede Partei den männlichen Überhang Protestwähler ist, aber in der Ballung. Sie sind bei den Arbeitslosenphasen in Berlin die stärkste Kraft sogar geworden. Oder zweitstärkste Kraft knapp hinter der Linken. Auch das ist typisch. Hoher Anteil junger Wähler und dann eben dort auch wieder junger Männer ist auch ein typischer Indikator. Es gibt nur einen einzigen zentralen abweichenden Punkt, das ist der Bildungsgrad. Der ist bei den Wählern der Piratenpartei, das ist auch ein bisschen Kohorteneffekt und der Tatsache geschuldet, dass wir in Deutschland da nicht die Segmentationsprozesse in der Form haben, wie wir das im internationalen Ausland zum Teil haben, was mangelnde Qualifikationen etc. angeht. Aber das ist der einzige Indikator, bei dem Sie eine Abweichung haben. Ansonsten ist das typische Profil einer Protestpartei. Also deswegen, das ist nicht nur an diesem einen Indikator festgemacht. Ich würde es vielleicht ganz einfach, weil wie sich das vielleicht auflösen lässt. Was mir immer wieder auffällt, ist, ja, Piraten werden teilweise gewählt aus Protest oder sogar zu einem erheblichen Teil, aber nicht grundsätzlich so ein Dagegen-Protest, wie es zum Beispiel bei der Stadtpartei oder Ähnlichem, die eine reine Protestpartei war, wo im Prinzip wurscht war, was im Programm steht, sondern die Leute protestieren, sind aber für etwas, nämlich für eine offenere Politik, für mehr Transparenz, für mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Also es ist dann nicht ein Dagegen-Protest wählen, sondern ein Für-Protest wählen. Aber nur das fünf wichtigste Thema für die Wähler Ihrer Partei. Nach meinem Eindruck muss ich ganz klar sagen, was ich mitbekomme auf der Straße, das widerspricht diesen Nachwahlbefragungen oder Ähnliches eklatant. Und ich glaube, dass es auch gerade vielleicht dann, da darf man glaube ich nicht zu sehr in die, wie soll ich sagen, rein empirischen Sachen reingehen, wenn man wirklich erlebt auf der Straße, und ich war in allen Wahlkämpfen auf der Straße, und wir erleben das jetzt auch gerade in Bayern, auch in Hessen wieder bei den Infoständen, das Interesse tatsächlich die Möglichkeit zu haben, dann, wenn man sich im Einzelfall doch mal beteiligen möchte, ob das ein Stuttgart 21 ist, ob das ein Atomausstieg ist oder ob es die lokale Umgehungsstraße ist, genau das wollen die Leute haben. Und genau das ist dieses Thema, dieses Beteiligungsversprechen, das wir eben auch nach Kräften innerhalb der Partei umsetzen und eben soweit wir in Parlamenten oder kommunal vertreten sind, dann eben auch versuchen, dann dort zu übertragen. Auch noch zu diesen demografischen Aspekten, die Sie erwähnen, die eine typische Protestpartei auszeichnen. Ich fand gerade aus dem Grund Ihre Studie extrem spannend, weil sie durch ihren qualitativen Ansatz in der Lage ist, ein sehr komplexes gesellschaftliches Phänomen zu erklären oder zumindest zu beschreiben, was eben oftmals so eine Typisierung einfach nicht kann. Also ja, es ist richtig, Protestparteien haben viele männliche Wähler und haben vielleicht auch viele Wähler, die arbeitslos sind, aber es kann sich da eben auch um eine Scheinkausalität handeln. Also es kann auch sein, dass die Wählerschaft der Piratenpartei überwiegend männlich ist, weil die Piratenpartei aus einem sehr technologisch geprägten Milieu stammt, in dem Frauen leider immer noch massiv ausgegrenzt werden. Oder dass viele Arbeitslose die Piratenpartei wählen, weil die Piratenpartei sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen einsetzt. Also nur weil diese Aspekte zusammenfallen, heißt es nicht, dass sie zusammenfallen, weil es sich um eine Protestpartei handelt. Mit einem Lob der Studie, glaube ich, kann man das hier wunderbar abschließen. Es sei denn, es gibt noch Wortmeldungen, Fragen oder Ähnliches. Das können wir aber auch gleich, oder gibt es sogar mehrere Fragen. Es gibt, glaube ich, auch einen, 5 Minuten haben wir noch für Fragen. Also es dürfen keine Impulsreferate werden, sondern bitte kurz und knackig. Anschalten. 1, 2, okay, gut. Ja, ich versuch's. Erik Manneschmidt, Frankfurter Basispirat. Ja, nur ganz kurz, wie viel Zeit habe ich? Wenig Zeit. Ich habe zum letzten Bundesparteitag so 12 ungefähr Anträge gestellt. Die sind alle hinten aus der Tagesordnung rausgefallen, wie Herr Klecher das sehr schön beschrieben hat. Das ist für mich sehr unbefriedigend. Aber jetzt zu diesem Bundesparteitag stelle ich fest, dass die faktisch vorhandenen Parteieliten maßgebliche Teile von Teilen dieser Anträge
in ihre Anträge eingearbeitet haben. Das heißt, es kommt schon irgendwas an. Und das ist wirklich was, ich bei der CDU oder bei den Grünen wahrscheinlich auch nicht, könnte ich noch nicht mal diese Anträge stellen. Also da muss man einfach sagen, ich bin da zwar mit der Situation auch nicht glücklich, aber dass es trotzdem viel mehr als bei anderen Parteien geht. Was ich ganz vermisst habe, was in der Studie allerdings ein bisschen anklingt, ist die Frage nach der Legitimität des Bundesparteitags. Wir haben da eine Parteielite, die ist willkürlich ausgewählt. Das sind ungefähr 10% der Mitglieder. Wir hatten schon vor einem Jahr einen Parteitag, wo die Leute draußen standen vor der Halle, weil die nicht mehr feuerpolizeilich nicht mehr rein durften. Und das verkaufen wir als Basisdemokratie. Da sehe ich ein riesiges Problem, was ich jetzt völlig vermisst habe in der Debatte. Doch ein kleines Impulsreferat geworden. Haben Sie noch eine Frage oder würden Sie gerne noch? Ich habe noch einen Satz. Oder, also was ich auch komplett vermisse, ist eine Diskussion des Freiheitsbegriffs. Unsere intellektuelle Tiefe ist einfach zu wenig. Wir haben in vielen Bereichen ist einfach unklar, was ich mit Freiheit meine. Ist das, dass ich einfach machen kann, was ich will? Oder ist das, dass ich im Sinne der Aufklärung das Gute nur durchaus tun soll, aber selber rausfinden muss und darf und definieren darf, was das Gute denn sei? Das fehlt also, und es ist mir bisher nicht gelungen, diese Debatte überhaupt anzustoßen. Okay, vielen Dank. Da sind jetzt noch zwei, haben wir noch Zeit für zwei Fragen? Ja. Ja, ich habe eine Frage, warum Sie die Prämisse machen, dass wir, die Piraten, ich bin auch Pirat, warum Sie die Prämisse machen, wir wollten zwingend diese 5%-Hürde knacken. Wir wollen, das ist meine Auffassung oder das ist mein Verständnis, Selbstverständnis von der Piratenpartei, wir wollen etwas verändern. Aber diese 5%-Hürde, die Sie als zwingende Prämisse hier in den Raum stellen und auf der sie auch immer wieder beharren, was wir alles tun müssten, um diese 5%-Hürde zu knacken, das finde ich sehr eigenartig. Ich möchte noch anschließen, was der Herr Linksaußen gesagt hat. Ich habe Ihren Namen nicht ganz im Kopf, möchte ihn nicht falsch formulieren. Ich finde es ganz wichtig, dass es darauf ankommt, dass die Wähler nichts zu verschenken haben. Sie haben eben nur wirklich eine einzige Stimme und mit der möchten sie sozusagen nicht nur irgendwie eine Art Fanartikel kaufen oder verschenken, sondern sie möchten, dass dieses Land entsprechend ihrem Willen regiert wird. Und deswegen ist es wichtig, nicht nur ins Parlament zu kommen, das ist das eine, deswegen ist die 5%-Hürde wichtig, sondern es ist wichtig, auch Politik zu gestalten und das heißt, ernst genommen zu werden. Jetzt nehme ich einfach nur ganz kurz das Beispiel BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, der ich persönlich eigentlich doch eher viel Sympathie dafür habe. Jetzt schaue ich mir diese Zeitschrift an oder das Infoblatt der Piraten. Da entdecke ich erstmal, es ist gar kein Modell. Das heißt, es ist so eine diffuse Idee. Dann erfahre ich, es gibt irgendwie einen Bundesbeschluss, das habe ich schon häufiger gehört, aber eben keine Modellfestlegung. Das heißt, abstrakt gibt es irgendwie was nach dem Motto, der Weihnachtsmann, den finden wir ganz klasse etc., der kommt vielleicht auch oder kommt nicht. So, dann soll das noch über die Bevölkerung abgestimmt werden, wo wir wissen, dass es dort sehr schwierig ist, auf der Basis aller Schweiz, dass es sich dort durchsetzt, weil eben auch falsche Vorstellungen in der Gesellschaft transportiert wurden und werden von Gegnern des BGEs, dann gucke ich mir dieses Heft an der Piraten und sehe erschrocken vielmehr, dass dort die Pflegeversicherung komplett abgeschafft wird, weil das ganze Geld der Pflegeversicherung ersatzlos gestrichen wird und ersatzlos hineinkommt in das BGE. Da frage ich mich, hat hier irgendjemand Ahnung von Sozial- oder Pflegepolitik? Also es ist erschreckend und da frage ich mich, wann werden die Piraten nicht nur Wahlkampf versuchen, wie heute Abend leider auf dem Podium, sondern werden versuchen, sich wirklich den Argumenten von Herrn Dr. Klecher und von Ihnen sozusagen sich wirklich ernsthaft zu widmen und wirklich sich ernsthaft um die Wähler zu sorgen, die eben nichts zu verschenken haben. Da drüben hatte sich noch jemand gemeldet oder wollte hier jemand darauf reagieren? Ich würde dazu gerne kurz Stellung nehmen. Meine Ansicht ist, dass wir einfach die Frage des Ob vor der Frage des Wie beschlossen haben und dass der Parteitagsbeschluss zum BGE erstmal nur die Frage des Ob geklärt hat. Und ehrlich gesagt, das mit der Pflegeversicherung steht in diesem Beschluss eben nicht drin.
Insofern weiß ich nicht, auf welcher Grundlage das in diesem Papier gelandet ist. Ich bin allerdings auch nicht sicher, ob es vielleicht in einem Landtagswahlprogramm in der Form steht, aber jedenfalls nicht im Bundesprogramm. Also mir ist es auch, vielleicht sollte das Papier, ist mir schlichtweg nicht bekannt, wo sowas drinne stünde, aber es gibt vielleicht, ich weiß nicht, wie weit das möglicherweise irgendwo im Wiki auftaucht, was dann keine offizielle Parteiposition ist, sondern irgendein Diskussionsbeitrag. Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber ganz ehrlich, also ich bin mir relativ sicher, dass die Diskussion über das konkrete Modell jetzt kommen wird und ja, also wir haben Barcamps, Konferenzen zu dem Thema, aber das muss natürlich stattfinden, bevor es einen Parteitagsbeschluss gibt. Und wir haben das Ob überhaupt erst 2010 geklärt und wir sind in diesem Prozess, was ja einfach eine extrem komplexe Frage ist, noch relativ weit am Anfang. Also wenn, Entschuldigung, etwas zu beschließen, ob man es will, ohne zu wissen, wie, ist reichlich waghalsig. Man sollte vielleicht schon mal zumindest im Grundstruktur kennen, bevor man sagt, ob ich überhaupt etwas will. Das Ganze dann auf diese Enquete-Kommission zu verschieben, ist fast schon ein bisschen kindisch. Entgegen Ihrer skeptischen Einwände will ich zu diesem BGE Folgendes nochmal anmerken. Es ist völlig richtig, in dieser Partei tobt die Debatte über die konkrete Ausgestaltung des BGE von A bis Z. Es gibt die verschiedenste Modelle. Was sich aber herauszukristallisieren scheint, dass genau solche Fragen, ist es sozial, zum Beispiel die Pflegeversicherung, die Mittel zu nehmen und ein Äquivalent über das BGE zu schaffen, sehr intensiv diskutiert werden. Man kann sich bei den Piraten bei dieser BGE-Debatte tatsächlich darauf verlassen, dass ein sehr starker Gerechtigkeitsimpuls und sozialer Impuls dahinter steckt. Man muss dort nicht jede einzelne Aussage zum BGE für bare Münze und ernst nehmen, was man aber sehr ernst nehmen muss, und das richtet sich dann auch an die scharfen Kritiker in der SPD oder in den Gewerkschaften an dieser BGE-Debatte. Man sollte den sozialen und Gerechtigkeits- und Demokratie- und Freiheits- und Individualismus-Impuls, der hinter dieser Debatte steckt, sehr ernst nehmen, denn mit diesen Leuten lässt sich sehr gut zum Beispiel über die Frage Koppelung, Mindestlohn und BGE reden. Das ist ein Thema bei Ihnen. Da gibt es diese zwar merkwürdige, aber doch interessante Formulierung, dass der Mindestlohn ist eine Brückentechnologie hin zum BGE, was ja immerhin signalisiert, dass die Piraten, und das ist schon auch eine entscheidende soziale Trennungslinie im Parteiensystem in Deutschland, sich sehr positiv vor diesem etwas anders gearteten Hintergrund zum Beispiel für den Mindestlohn aussprechen. Das heißt, diese BGE-Debatte ist der soziale Kernpunkt des Diskurses bei Ihnen. Er ist unausgearbeitet, aber er ist vielversprechend und er ist diskursfähig. Das sollte man bei dieser BGE-Debatte tatsächlich also in Rechnung stellen, auch bei der Konkurrenz Grüne und SPD. Ne? Wir haben jetzt noch einen Fragesteller. Danach müssen wir, glaube ich, zum Buffet schreiten. Okay. Bitte. Muss ich draufdrücken? Hallo, hört man mich? Ja. Okay, also ich finde sehr gut, was Sie gesagt haben zum Schluss eben in der BGE, aber ich möchte an Herrn Klecher und die Studie nochmal anschließen. Und zwar, ich glaube, dass die Piratenpartei wie jede Organisation darunter leidet, dass wir eine Satzung haben, die unzureichend ist. Das heißt, die macht uns Schwierigkeiten, das haben Sie schön beschrieben in der Studie, dass die Verfahren nicht definiert sind, dass dauernd es eben zu GO-Schlachten kommt bei Parteitagen und so weiter. Und dass wir dieses Defizit unbedingt als Partei heilen müssen. Dass wir da innerhalb unserer Partei einen Konsens finden, dass wir das hinbekommen, damit wir nicht nur Partizipation praktisch ermöglichen, sondern auch demokratische Verfahren, die Sie als Defizit in der Studie ausmachen, die nicht definiert sind, irgendwie einrichten können. Aber von unten halt, als eine Selbstorganisation von der Basis aus. Das ist ein Defizit, wo die Partei sich unbedingt stellen muss. Ich weiß nicht, wie das damals war, 2006, als diese Satzung beschlossen worden ist, aber es durchzieht jede Organisation. Ich habe da sehr viele Gespräche innerhalb meiner Partei geführt mit Leuten, die schon sehr lange dabei sind, seit fast Anfang an. Ich glaube, da sollten wir selbstkritisch als Piraten daran arbeiten, um dazu Lösungen zu bekommen, dass solche Vorfälle, die wie auf dem Parteitag in Bochum bei den Wirtschaftsanträgen stattgefunden haben, nicht mehr stattfinden, sondern das Verfahren demokratisch definiert sind. Danke. Kleine Randnotiz, steht ja auch in der Studie drin,
13 der 16 Paragraphen der Gründungssatzung sind 1:1 aus der FDP-Satzung übernommen worden seinerzeit. An einer Stelle dann zum Beispiel bei den Schiedsverfahren ist das ganz interessant, da hat man dann irgendwie nicht den liberalen Impetus der FDP übernommen, denn Ordnungsstrafen in der Piratenpartei verhängen jeweils immer die Vorstände. Nur Parteiausschluss, weil es im Gesetz drin steht, machen die Schiedsgerichte. Die FDP hat das nicht näher geregelt, weil für die FDP ist ganz klar, dass niemals ein Vorstand das beschließen dürfte, sondern immer nur ein Schiedsgericht. Und also so wächst dann so etwas dann in der Partei herauf. Und wir haben als einen der Hauptmängel auch definiert, es gibt keine verbindliche Wahlordnung. Also der Parteitag jetzt am Freitag wird wahrscheinlich einen halben Tag damit zubringen, erstmal eine Wahlordnung zu beschließen. Ein Irrsinn. In jeder anderen Partei gibt es eine Wahlordnung, allein deswegen, weil das ist Minderheitenschutz. Und das ist immer so das ganz große Problem. Positiv gewendet ist die Piratenpartei eine Partei, die über Demokratie stark denkt, aber der Demokratiebegriff ist dann an vielen Stellen sehr eng auf Mehrheits- und Minderheitsentscheidungen reduziert und nicht auf die Frage, wie ist der Schutz der Minderheit organisiert. Was nicht heißt, dass man keinen Minderheitenschutz und Ähnliches oder sowas für wichtig hält, sondern das findet in den Verfahren schlicht und ergreifend dort nicht hinreichend statt. Und das ist natürlich ein vorhandenes Problem, was sich dann auch reproduziert in Zeit, die man aufwendet, in fehlenden Verfahrenswegen etc., die man halt nicht hat, die man eigentlich bräuchte, um bestimmte Debatten dann auch einmal zu klären inhaltlich. Ich denke, wir müssen jetzt hier abbrechen. Wir sind ja noch eine Weile da, können uns jetzt hier, glaube ich, laben an köstlichen Dingen. Und freuen uns auf den Irrsinn des Parteitags am Wochenende und überhaupt vielen Dank Ihnen allen hier auf der Bühne und natürlich dem Publikum und dann guten Appetit. Danke auch. Okay.